mich erstmal ganz, ganz herzlich für die Einladung hierher bedanken. Ich habe mich vor allen Dingen gefreut, weil ich an diesem Gebäude, beziehungsweise natürlich auch an dem Eingang zu dem Fischers Kulturladen, fast jeden Tag auf meinem Weg nach Thon, wo ich mit dem Bus dann nach Erlangen fahre, vorbeiradel und mich immer schon mal gefragt habe, was ist das denn eigentlich? Und immer nicht so genau wusste, wann soll ich da wo mal reingehen. Das habe ich sozusagen eine wunderbare Gelegenheit bekommen und darf das mal kennenlernen. Ich darf mich auch ganz herzlich bei den Veranstaltern bedanken für diese Veranstaltung. Ich mache derartige Veranstaltungen sehr gerne, war auch schon in verschiedenen anderen Städten und Gemeinden der Region, weil ich das ganz, ganz toll finde, dass wir zurzeit in den letzten Monaten eine Entwicklung erleben, die wir mit Freihandelsabkommen eigentlich noch nie hatten. Nämlich, dass es öffentliche Diskussionen gibt, und zwar nicht nur im Bundestag, nicht nur im Fernsehen, nicht nur in den Zeitungen, sondern dass es tatsächlich Diskussionen gibt von den Bürgerinnen und Bürgern, die dieses Abkommen in irgendeiner Weise betreffen. Das ist etwas, wie jemand, der sich seit einigen Jahren mit diesen Handelsabkommen beschäftigt und der immer bislang gedacht hatte, er würde ein Exotenfach vertreten, ist das natürlich ein besonders schönes Erlebnis zu sehen, dass man tatsächlich über ein Thema spricht und über ein Thema arbeitet, das die Menschen interessiert. Ich darf vielleicht vorweg eine ganz kleine Einschränkung oder wie man das akademisch nennt, ein Kaviat anbringen. Ich spreche zu Ihnen aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ich habe natürlich eine persönliche Meinung zu den ganzen Fragen, eine persönliche politische Meinung, aber ich stehe jetzt nicht hier, um eine bestimmte politische Auffassung zu vertreten, sondern ich möchte Ihnen die Dinge nahebringen, ich möchte Dinge erklären, ich möchte Dinge problematisieren. Sie werden auch sehen, dass ich aus einer bestimmten Perspektive natürlich komme, aber es ist nicht meine Aufgabe, dieses Abkommen politisch zu bewerten, das ist die Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, und das können wir sicherlich dann auch in der Diskussion machen. Zweitens, ist es schon erwähnt worden, ich bin von Hause aus Rechtswissenschaftler. Das bedeutet, irgendwas piepst hier. Ich bin von Hause aus Rechtswissenschaftler, das heißt, mit ökonomischen Fragen kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Wir werden zwar einige ökonomische Fragen auch besprechen. Das Thema ist ja auch Wachstums- und Jobmotor, aber wenn Sie dann sagen, naja, nach welchen Modellen hat man das eigentlich berechnet, allgemeines Gleichgewichtsmodell, oder da muss ich dann passen. Ja, das ist also sozusagen, das ist dann nicht mehr mein Beritt. Letzter Punkt vielleicht noch zu dem Format. Wir sind hier eine, glaube ich, relativ kleine Gruppe. Ich habe relativ viel Material vorbereitet. Wenn es irgendwann zu viel ist, stoppen Sie mich. Beziehungsweise, was noch fast besser wäre, immer dann, wenn Sie das Gefühl haben, an dieser Stelle hätte ich eine Nachfrage, das würde ich gern vertieft haben, das möchte ich gern nochmal erklärt haben, intervenieren Sie einfach. Ja? Ich bin heute Abend hier, nicht um irgendwie ein Theaterstück vorzuführen, sondern um mit Ihnen gemeinsam ein Gespräch über das TTIP durchzuführen. Ja? Das wäre mein Angebot. Gut, und dann habe ich hier einen freundlichen Assistenten, dem ich immer zeigen muss, wenn es weitergeht. Das möchte ich mit Ihnen heute Abend besprechen. Ich möchte zunächst ein bisschen einen Überblick über das geben, was man auf Neudeutsch Basic Facts nennt, also sozusagen die wesentlichen Fakten. Dann etwas über den Kontext, insbesondere den handelspolitischen Kontext des TTIP sagen. Das ist, glaube ich, sehr relevant, weil der sich auch in den letzten Monaten gerade sehr dynamisch verändert hat. Dann etwas über die ökonomischen Auswirkungen. Wer macht das eigentlich? Wer ist an diesem TTIP beteiligt? Wer verhandelt da? Wer vertritt da welche Positionen? Welche Rolle spielen Parlamente? Das große Thema Transparenz, das natürlich in den Medien auch viel diskutiert wurde. Transparenz, öffentliche Beteiligung. Was ist da eigentlich das Problem? Und dann die letzten drei Punkte sind aus meiner Sicht so vielleicht die Kernkritikpunkte oder die Kernfragen, die jedenfalls in der öffentlichen Debatte an dieses Abkommen immer wieder herangetragen werden. Die erste Frage ist, wie wirkt sich das Abkommen eigentlich auf staatliche Regulierungen im weitesten Sinne verstanden aus? Also welche Anforderungen stellt es? Das zweite Thema ist das große Thema Investitionsschutz, manchmal auch bekannt als die Schiedsgerichte für Investoren. Und schließlich öffentliche Daseinsvorsorge, das ist ja auch ein Thema, das aus der kommunalen Perspektive natürlich immer von ganz großer Bedeutung ist. Und dann abschließend, wie geht es weiter? Genau, ja. Zu den wesentlichen Fakten. TTIP, Sie wissen es wahrscheinlich inzwischen alle, heißt Transatlantic
Trade and Investment Partnership, also übersetzt transatlantisches Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen. Es soll ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA sein. Und Sie erkennen, wenn man das sich jetzt so anschaut und wenn man das so sieht, das sieht nach etwas Bilateralem aus. Das sieht so aus, als wäre auf der einen Seite die EU oder würde auf der einen Seite die EU stehen und auf der anderen Seite die USA. So ist es, wenn man von der Oberfläche her es betrachtet, auch tatsächlich. So sehen auch die Verhandlungen aus, die bilateralen Verhandlungen. Man muss sich aber jetzt gewissermaßen hinter der Flagge oder hinter dem grauen Bart von Herrn Becerro, das ist der Chefunterhändler der EU, natürlich noch 28 Mitgliedstaaten vorstellen. Ja? Und das macht auch eine Besonderheit dieses Abkommens aus und auch eine Frage, welche Rolle haben die eigentlich im Rahmen der Verhandlungen, ich verrate es jetzt schon, keine, fast keine, welche Rolle werden die bei der Abstimmung, bei der Inkraftsetzung haben, da kommen wir noch dazu, das ist durchaus umstritten. Ja? Also insofern, es sieht nach einer bilateralen Geschichte aus, ist aber vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ist ein bisschen komplizierter. Ja, die Verhandlungen laufen seit etwas über einem Jahr, inzwischen fast anderthalb Jahren, seit Juli 2013. Und es ist eben schon zitiert worden aus dem Mandat des Rates. Und das ist an dieser Stelle vielleicht schon mal ein erster wichtiger Punkt. Wir werden das gleich noch genauer sehen. Es verhandelt auf europäischer Seite die Europäische Kommission. Die verhandelt auf der Grundlage eines sogenannten Mandates des Rates, oder genauer genannt sind das Verhandlungsrichtlinien, die der Rat, also die 28 Mitgliedstaaten, die Minister, die 28 für Handelsfragen zuständigen Minister der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilt haben. Die haben gewissermaßen den Auftrag erteilt, dass die Kommission verhandeln soll. Und in diesem Mandat steht eben, es soll ein ehrgeiziges und umfassendes, aber auch ein ausgewogenes Abkommen werden. Steht noch ganz viel mehr drin, sind ungefähr 26 Seiten. Seit einiger Zeit ist dieses Mandat auch offiziell bekannt. Vorher war es inoffiziell bekannt. Worum soll es gehen? Es soll natürlich zunächst einmal gehen, wie in jedem Freihandelsabkommen, um den Abbau von Zöllen. Zölle und andere regulatorische, technische Handelsschranken. Da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, was das ist. Zölle sind im transatlantischen Handel nur noch von einer relativ geringen Bedeutung. Wir haben bereits jetzt im transatlantischen Handel nur noch sehr geringe Zollschranken. Das heißt also, wenn man ein Abkommen machen würde, in dem es ausschließlich um die Zollreduzierung gehen würde, hätte das wahrscheinlich nur sehr geringe ökonomische Auswirkungen. Viel bedeutsamer sind sogenannte regulatorische Handelsschranken. Wir werden das uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber ich will es an einem Beispiel ganz kurz erklären, das ja auch durch die Presse gegangen ist, das berühmte Chlorhühnchen-Beispiel. Ja, haben Sie alle mitbekommen. Worum ging es da? Es geht um die Frage, wie werden Hühnchen, die zum Verzehr, zum menschlichen Verzehr bestimmt sind, wie wird eigentlich sichergestellt, dass da keine Krankheitserreger, dass sie keine Krankheitserreger haben, wenn sie bei uns in den Suppentopf kommen oder wo auch immer hin? Da gibt es unterschiedliche Regelungen. In der EU wird das ganz grob vereinfacht so geregelt, dass man sagt, wir versuchen, das Huhn bereits gesund zu ernähren oder sicherzustellen, dass es nicht krank wird, ja, mit Antibiotika, während das Huhn sozusagen lebt. Und in den USA gibt es auch ganz grob vereinfacht die Regel, dass man sagt, das ist eigentlich jetzt nicht wurscht, was das Huhn mal hatte, aber jedenfalls, bevor es gegessen wird, werden alle Krankheitserreger abgetötet. Kann man jetzt erstmal, ich als sozusagen jemand, ich bin sowieso Vegetarier, deswegen kann ich das sehr neutral betrachten, kann erstmal sagen, gut, das macht ja Sinn. Also niemand möchte ein Hühnchen essen, in dem Krankheitserreger sind. Das muss man irgendwie regeln und die Staaten, jetzt die USA und die EU mal sozusagen genommen, haben das offensichtlich unterschiedlich geregelt. Ist ja auch erstmal okay. Bloß, es wird natürlich zum Handelshemmnis. Denn wenn ich diese Regelung zu einem Standard erhebe, dann bedeutet das ja, ein Hühnchen, das nicht diesem Standard entspricht, darf nicht importiert werden. Und so haben wir es mit einer ganzen Vielzahl von Produkten im transatlantischen Handel zu tun, die gar keinen hohen Zollschranken unterworfen sind, die aber aufgrund von unterschiedlichen regulatorischen technischen Standards
eben nicht oder nur sehr schwer gehandelt werden. Ja, kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann soll es auch um die sogenannte regulatorische Kooperation gehen, auch das werde ich nachher nochmal erläutern. Da geht es darum, dass man auch nicht nur sozusagen fragt, was mache ich eigentlich mit Handelsstandards, die schon bestehen, sondern wie regle ich, dass in Zukunft möglicherweise gar keine unterschiedlichen Handelsstandards, gar keine unterschiedlichen Warenstandards mehr durchgeführt werden oder ist alles vereinheitlicht wird. Ja? Also das ist hier, erkennt man auch schon, dass etwas Besonderes an diesem TTIP, es soll ein Abkommen werden, man könnte fast sagen, von einer thematischen Breite, wie sie bisher noch nie da gewesen war. Ja? Die Amerikaner verhandeln was Ähnliches auch, oder versuchen etwas Ähnliches zu verhandeln mit einer Reihe von asiatischen Partnern, im sogenannten Trans-Pacific Partnership Agreement, aber jedenfalls, wenn man das TTIP und das TPP, das wäre das pazifische Abkommen, nebeneinander hält, kann man sagen, das ist tatsächlich sozusagen etwas, was wir bislang in dieser Breite, in dieser thematischen Tiefe noch nicht hatten. Es geht auch um Dienstleistungsliberalisierung. Bis vor 20 Jahren hat kein Mensch geglaubt, dass man Dienstleistungen handeln kann. Inzwischen, ich sage bewusst glauben, ja, weil das, darüber könnten wir auch diskutieren. Jedenfalls inzwischen gibt es in Handelsabkommen eben auch Dienstleistungsliberalisierungen. Das soll auch vertieft werden. Es geht um den Schutz des geistigen Eigentums, Patentrechte, Urheberrechte, Markenrechte. Es geht auch eben um den Investitionsschutz, also um den Schutz von ausländischen Investoren in den jeweiligen Ländern. Und schließlich geht es auch um die öffentliche Beschaffung. Das ist ja auch ein Bereich, der im Kommunalen von großer Bedeutung ist. Wenn also die Stadt Nürnberg zum Beispiel einen großen Auftrag ausschreibt, wenn sie eine Schule bauen möchte oder wenn sie neue Uniformen für ihre Feuerwehr bestellen möchte oder was auch immer, dann ist es ein öffentlicher Auftrag. Die Frage, muss ich das ausschreiben? Und wenn ich es ausschreiben muss, muss ich es dann deutschlandweit, europaweit oder weltweit ausschreiben, beziehungsweise auch in den USA. Sie sehen also eine ganze Vielzahl von Themen, die sich, wenn man zunächst über Freihandel spricht, gar nicht so offensichtlich dahinter verbergen. Ja, wo stehen wir jetzt? Wir hatten bislang 7 Verhandlungsrunden. Die letzte ist jetzt bis im Oktober gewesen. Dann wissen Sie, er wurde in den USA gewählt. Immer wenn in den USA gewählt wird, dann ist gewissermaßen ein bisschen Stillstand in den bilateralen Beziehungen. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Verhandlungen wahrscheinlich in der ersten Hälfte 2015 wieder aufgenommen werden. Sie wissen auch, wir haben in Europa eine neue Kommission, auch eine neue Handelskommissarin. Also deswegen in den letzten Wochen hat da nicht mehr so wahnsinnig viel stattgefunden, aber es ist davon auszugehen, dass demnächst eine weitere Verhandlungsrunde kommen wird. Wo sind wir? Das ist jetzt hier sehr technisch. Wir sind in einer Phase, die wir textbasierte Verhandlungen nennen mit Marktzugangsangeboten. Da muss man sich jetzt, was muss man sich darunter vorstellen? Also ein solches Handelsabkommen besteht ganz grob vereinfacht aus 2 Teilen. Zum einen aus einem Teil, der allgemeine Regeln festsetzt. Was bedeutet zum Beispiel, ich darf nicht diskriminieren. Was bedeutet zum Beispiel, ein Zoll muss abgebaut werden. Also allgemeine Regeln. Und dann spezielle Regeln, Marktzugeständnisse, in denen die Staaten sagen, okay, den Zoll baue ich da ab, diesen Dienstleistungsmarkt öffne ich hier, diesen Beschaffungsmarkt öffne ich da. Und immer dann, wenn wir sozusagen über Texte, oder nicht wir, also wenn über Texte verhandelt wird und über konkrete Angebote, dann weiß man, die Verhandlungen eines Freihandelsabkommens haben bereits eine gewisse, ja, ein gewisses Fortschrittsstadium erreicht. Man redet nicht nur mehr darüber, dass es alles schön wäre, wenn man miteinander handeln würde und wo die Probleme sind, sondern man fängt tatsächlich an, über Texte, die ein zukünftiges Abkommen sein können, zu sprechen. Wir werden gleich über den Kontext sprechen, auch nochmal darauf zurückkommen. 2015, 2016 weitere Verhandlungen. Abschluss und Ratifikation ungewiss, habe ich da mal hingeschrieben, aus vielerlei Gründen. Erstens, ein solches ambitioniertes Abkommen, da muss es am Ende auch einen politischen Konsens auf beiden Seiten des Atlantiks geben, dass man dieses Abkommen möchte. Zweitens, das Abkommen muss auch natürlich von jedenfalls im Europäischen Parlament und meiner Auffassung auch von allen mitgliedstaatlichen Parlamenten ratifiziert werden. Das heißt, die Parlamente müssen zustimmen.
Es muss auch der US-Kongress zustimmen, beziehungsweise in den USA ist die Regelung ein bisschen anders, aber letztlich braucht es natürlich auch da eines politischen Kompromisses. Und einerseits haben wir die öffentliche Debatte, die Sie jetzt alle kennen, andererseits haben wir aber auch jenseits der öffentlichen Debatte eine ganze Reihe von Problembereichen, wo man sich am Ende fragen kann, ob es tatsächlich zu einem solchen Abkommen kommen wird. Also ich setze da ein Fragezeichen dahinter, und selbst wenn Sie mit den größten Freihandelsaposteln sprechen, da sagt keiner, jedenfalls im privaten Gespräch, sagt keiner, also ich gebe Brief und Siegel darauf, dass das Abkommen kommt. Sie haben es vielleicht in der Presse verfolgt, es ist, inzwischen gibt es sozusagen eine Art Alternativvorschlag, ein sogenanntes TTIP-Light. Ja, also es wird der italienischen Ratspräsidentschaft zugeschrieben, dass der Vorschlag kam, wir machen einen TTIP ohne die ganzen strittigen Themen. Ohne Investitionsschutz, ohne regulatorische Kooperation, ohne vielleicht noch irgendwas anderes, was ohne Chlorhühnchen, ja sowieso, auch ohne Genmais, so ein Abkommen. Das hört sich ja erstmal charmant an und man könnte fast denken, aha, da hat der öffentliche Protest also schon Wirkung gezeigt. Wenn man den Vorschlag genau liest und auch wenn man mit den Protagonisten spricht, dann sagen die einem, das hat niemand vorgeschlagen. Keiner hat einen vorgeschlagen, dass wir alles Strittige rausnehmen und dann einfach nur so ein kleines Abkommen machen. Was die italienische Ratspräsidentschaft, oder um genau zu sein, der Vizehandelsminister der Italiens vorgeschlagen hat, war zu sagen, wir machen so etwas, was im Handelsjargon Early Harvest genannt wird. Frühe Ernte. Ja, also alles das, was jetzt schon reif ist, das fahren wir mal ein. Aber es ist nicht klar, dass wir den Rest auch weiterfahren werden. Ja. Also das ist eigentlich der Vorschlag, der dahinter steckt. Wir einigen uns jetzt schon mal vorläufig auf die unstrittigen Themen, aber ist natürlich klar, dass wir trotzdem weitermachen. Ja. Wie das auf eine politische Debatte wirken würde, wie man das dann verkauft, wie das die neue Handelskommissarin verkauft, übrigens können wir auch schon mal gleich ganz aus meiner Sicht ganz interessante Entwicklung, die wir da beobachten können. Erstmals haben wir auf europäischer Ebene eine Handelskommissarin, erstmals eine Frau, die für Handels zuständig ist, erstmals eine Skandinavierin. Ja, wir hatten bislang immer Männer und immer Männer aus, ich sag mal, im weiteren Sinne West- oder Kerneuropa. Franzosen, Belgier, Briten, werden auch mal Sozialisten. Pascal Lamy war Sozialist, das hat man irgendwann nicht mehr richtig so erkannt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber was natürlich jetzt eine Schwedin, eine Handelskommissarin, ja, die Schweden sind ja sowieso, die Skandinavier, ne, sind ja sowieso die besseren, die netteren Menschen, weiß es nicht. Also ist ganz interessant, wenn Sie das mal so ein bisschen sozusagen unter medienstrategischen Gesichtspunkten betrachten. Also das finde ich, gerade wenn man die Frau Malmström, also die jetzige Handelskommissarin im Verhältnis zu dem alten Handelskommissarin Herrn de Gucht sich anschaut, das sind schon Welten. Ja? Also das ist schon, also sagen wir mal so, also wenn ich die Kommission hätte über ihre PR-Strategie beraten müssen, hätte ich gesagt, Mensch, nehmt doch mal eine Handelskommissarin aus Schweden, das wäre doch mal was. Noch besser wäre es gewesen, es wäre auch eine Sozialdemokratin gewesen, hat wahrscheinlich gerade keine gefunden. Aber gut. Jetzt sind wir schon weiter. War da noch irgendwas anderes, was ich sagen würde? Ah, nee, genau, das hatten wir schon gesagt. Ja, jetzt kommen wir weiter. Jetzt müssen wir reden über den Kontext. Das ist ja in der letzten Zeit auch in die Medien gekommen, dass das TTIP hat einen kleinen Bruder. Um genau zu sein, ist es ein kleiner, älterer Bruder. Ja, also deswegen so ein bisschen die Frage, ist zwar kleiner, aber ist trotzdem älter. Ja, nämlich das Abkommen mit Kanada. Das CETA steht nicht für Canada European Trade Agreement, sondern für Comprehensive Economic Trade and Investment Agreement zwischen der EU und Kanada. Wurde 4 Jahre lang verhandelt. Dann haben sie nochmal ein Jahr gebraucht, um, ich sag mal ein bisschen gemeint, den Text zu finden. Nein, das stimmt natürlich nicht. Sie haben nochmal ein Jahr gebraucht, um den Text sozusagen endgültig zu machen. Der ist jetzt im Jahre 2014 veröffentlicht worden und alle sagen, das ist letztlich so eine Art Blaupause. Blaupause, ich bin kein Ingenieur, deswegen weiß ich gar nicht so ganz genau, was eine Blaupause ist. Aber jedenfalls, ich würde es eher so sehen, dass CETA ist tatsächlich so ein, also wenn wir mal von klassischen Freihandelsabkommen denken, wo es wirklich in erster Linie um Zölle ging,
sind wir jetzt schon sehr viel weiter. Das CETA ist sozusagen ein erster Schritt in eine neue Generation. Das TTIP wäre nochmal ein Schritt weiter. Ja, so jedenfalls, wenn man die Darstellungen der Kommission auch sich anschaut. Also insofern, CETA, mindestens das, was im CETA erreicht wird, wird auch im TTIP erreicht werden müssen. Das ist die Logik von Freihandelsabkommen. Es geht immer weiter. Ja, ein bisschen wie der Sozialismus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir haben außerdem noch etwas, was ich mal genannt habe, die unbekannte Tante aus Fernost. Ja, also Sie sehen, ich habe es mit den Verwandtschaftsverhältnissen. Das ist wirklich eine Tante, die ist nämlich noch älter. Ja, das ist ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur. Dazu finden Sie in den Medien gar nichts. Und das ist auch wieder ganz schlau gemacht von der Europäischen Kommission. Das Freihandelsabkommen mit Singapur wird bereits seit 2007 verhandelt, war zunächst ein reines Freihandelsabkommen, wie die EU es auch mit Korea, mit Chile und mit vielen anderen Staaten hat. Und dann kam man aber vor 2 Jahren auf die Idee, wir könnten da ja auch Investitionsschutz mit reinpacken. Und deswegen wurde jetzt zusätzlich auch noch ein Investitionsschutzkapitel in dieses Freihandelsabkommen hineinverhandelt. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, historisch stimmt es nicht ganz, aber sozusagen in der Entwicklung, das Singapur-Abkommen ist eigentlich ein Vorläufer des CETA. Ja, also insofern eine Blaupause der Blaupause. Und das ist natürlich, jetzt werden Sie sich denken, warum erzählt er uns das alles, das ist natürlich für jemanden wie mich, der sich etwas intensiver mit diesen Fragen beschäftigt, interessant, weil ich mir jetzt anschauen kann, aha, was habt ihr damals mit Singapur, oder was steht im Singapur-Abkommen? Da steht zum Beispiel noch gar nicht so viel zu regulatorischer Zusammenarbeit. Bei Kanada steht da schon ein bisschen was. Jetzt sehe ich, in dem Mandat mit dem TTIP steht noch mehr. Das heißt also, ich kann hier eine Entwicklung mehr ansehen. Ich kann umgekehrt aber auch sehen, aha, da ist jetzt dieses Investitionsschutzkapitel. Und das ist insofern interessant. Wir kommen auf den Investitionsschutz nochmal zu sprechen, aber ich erwähne es schon an dieser Stelle. Beim Investitionsschutz ist die große Frage, oder die Frage, ob das Abkommen ein reines EU-Abkommen wird oder ein Abkommen, dem auch die 28 Mitgliedstaaten zustimmen müssen, hängt davon ab, wie man den Investitionsschutz bewertet. Ja, bitte? Ich möchte jetzt schon eine Frage stellen. Ja. Ich finde, dass es dazu gehört, vielleicht sagen wir nochmal, ja. Aber was ist denn mit der WTO? Ach ja. Die gibt es doch auch noch. Ja, hält die nicht einen Rahmen da? Warum braucht man diese einzelnen Verträge? Und würden Sie als Jurist sagen, dass die überhaupt notwendig sind? Die Staaten haben ja ihre eigenen Verfassungen und Regelungen, dann gibt es internationale Organisationen. Warum müssen jetzt Staatengruppen anfangen, Verträge untereinander zu schließen? Ja. Sehen Sie als Jurist da überhaupt eine Lücke? Oder ist es wirklich nur rein ökonomisch und strategisch politisch so gemacht? Ja. Ja, wunderbar. Also die WTO, die Welthandelsorganisation, ist ein multilaterales, also ein fast weltweites Vertragswerk. Das ist schon ein bisschen alt. Ja, das ist nämlich schon aus dem Jahre 1995. So, und jetzt ist in der WTO versucht worden, oder wird immer noch versucht, weiter zu verhandeln. Das ist die Logik von Freihandelsabkommen. Es geht immer weiter. Man will immer weiter liberalisieren, Zölle immer weiter senken, Schranken immer weiter abbauen. Das hat man bislang, sage ich mal, bis Mitte der 90er Jahre auf multilateraler Ebene getan. Da gab es gab auch immer bilaterale Abkommen, aber nicht viele. Und ich sage mal, seit den 2000ern, oder insbesondere seit Mitte der 2000er Jahre, sehen viele Staaten, dass sie in der WTO mit ihrer Liberalisierungsagenda nicht mehr weiterkommen. Warum? Weil in der WTO jetzt plötzlich Staaten wie China mitreden und Russland und Brasilien und die Südafrikaner, die sehen das sowieso alles ganz anders und gar nicht ein. Und plötzlich kommt auch noch Vietnam, ja, und die industrialisieren sich jetzt auch. Und wer weiß, und auch Nigeria wird auch noch mitreden, ja, und dann fällt wieder Mexiko was ein. Venezuela steigt sowieso komplett aus. Und also, das ist die Wahrnehmung, wenn Sie mit Leuten aus dem Bundeswirtschaftsministerium reden. Ja, so sagen die das nicht, ja, auch Diplomaten, aber im Grunde nur so ein bisschen. Das heißt also, wenn man da nicht weiterkommt, versucht man mit, so sagt es die EU, strategischen Partnern bilaterale Abkommen zu schließen. Es gibt eine Handelsstrategie der EU aus dem Jahre 2006, die sagt,
Wir wollen bilaterale Abkommen schließen mit strategischen Partnern, mit Märkten oder mit Staaten, die Märkte öffnen für uns, für die es für uns interessant ist. Singapur gehört dazu. Kanada gehört dazu. Indien gehört dazu. Indien ist aber schwierig, mit denen zu verhandeln. China, das ist ganz schwierig. Ja? Dann kommt nachher das Europäische Parlament und redet von Menschenrechten. Muss man immer aufpassen. Ja? So, also derartige Versuche gibt es an vielen Stellen. Und das ist sozusagen Teil einer neuen handelspolitischen Strategie von vielen Staaten. Die USA machen das auch. China macht das übrigens auch. Und wir sehen zunehmend, dass die weltweiten Handelsbeziehungen eigentlich viel stärker durch bilaterale Abkommen geprägt werden als durch den Rahmen der WTO. Also wenn Sie mich... Ja, schön. Also gibt es keine WTO-Regelungen, die das verhindern? Doch. Eingrenzen, ja, genau. Die nicht einfach wild verhandeln? Genau. Die WTO-Regeln sagen, die WTO-Regeln sagen, grundsätzlich ist ein solches bilaterales Abkommen eigentlich ein Verstoß gegen die allgemeinen Prinzipien. Das allgemeine Prinzip heißt, alle sollen gleich behandelt werden. Es kommen zwei daher und sagen, wir sind aber gleicher. Das ist eigentlich ein Verstoß, das ist ein Problem. Jetzt hat man aber, das ist schon ein ganz altes Prinzip, jetzt hat man aber gesagt, na gut, wenn zwei aber weiter liberalisieren wollen, dann gehen sie ja auf dem richtigen Weg voran. Ja, ja, so ist das, ne? Das ist die Logik. Und wenn zwei auf dem richtigen Weg vorangehen, dann wollen wir sie auch nicht ausbremsen. Das heißt also, man sagt, ihr dürft das machen, aber ihr müsst euch an bestimmte Regeln halten. Und die Regel bedeutet vor allen Dingen, ihr müsst die, muss es wirklich ganz grob vereinfachen, aber vielleicht auch gar nicht so falsch. Ihr müsst die Handelsschranke nach innen deutlich senken und im Verhältnis nach außen dürft ihr sie nicht erhöhen. Dann dürft ihr das machen. Ja? Also wenn sozusagen... die Handelsschranke, also wenn man hat ja dann einen gemeinsamen Zoll, der darf im Schnitt nicht höher sein als der Zoll, der vorher bestand. Das ist die Grundregel. Die wird, außerdem muss man sämtliche Sektoren erfassen, also den sämtlichen Handel. Das sind die Regeln und da wird jetzt viel darüber diskutiert, werden die eigentlich eingehalten? Das ist aus meiner Sicht fast eine Debatte, die nur Juristen interessiert. Nein, weil es ist eine rechtliche Debatte, die aber im Grunde genommen muss man sagen, dass eigentlich die Regeln der WTO sich für diese bilateralen Abkommen heutzutage nicht mehr eignen. Das müssen eigentlich die Regeln der WTO verändert werden. Aber da werden wir nicht hinkommen. Ja? Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Staaten das tun und wir müssen uns fragen, politisch, für mich wäre es eine politische Frage. Es ist natürlich auch eine Rechtsfrage, aber die bedeutsamere Frage ist eigentlich die politische Frage. Ist das sinnvoll? Geht das in die richtige Richtung? Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum man das auch losgelöst von der rechtlichen Frage wirtschaftspolitisch kritisieren kann. Lassen Sie mich noch einen Satz zu Singapur sagen. Warum ist Singapur so interessant? Oder nicht interessant, ja doch bedeutsam. Ich habe eben schon gesagt, die Frage, ob die 28 Mitgliedstaaten und damit auch die 28 Parlamente oder möglicherweise in Deutschland sogar Bundestag und Bundesrat zustimmen müssen oder nicht, ist ja für die politische Zukunft eines solchen Abkommens von großer Bedeutung, die hängt davon ab, wie man den Investitionsschutz rechtlich bewertet. Ja? Wer entscheidet das? Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. So. Und jetzt hat die Kommission was ganz Schlaues gemacht. Jetzt hat die Kommission das Singapur-Abkommen genommen, das kein Mensch kennt, Sie kennen es jetzt, ja? Das kein Mensch kennt, hat das Singapur-Abkommen dem EuGH vorgelegt. Keine NGO hat das jemals aufgegriffen. Ja. Und der EuGH wird jetzt sagen, Investitionsschutz so oder so. Ja. Und wenn jetzt der EuGH bei Singapur sagt, Investitionsschutz ist ein reines EU-Abkommen, dann können Sie die Sektkorken in der Kommission bis hierher knallen. Ja. Weil dann nämlich klar ist, wenn Singapur ein reines EU-Abkommen ist, ist CETA ein reines EU-Abkommen, und dann wird TTIP auch ein reines EU-Abkommen. Ja? Und dann muss die Europäische Kommission letztlich nur das Europäische Parlament überzeugen. Und nicht 28 Mitgliedstaaten mit noch mehr Parlamenten. Ja? Also ich erwähne das deswegen, das ist eine rechtstechnische Frage, aber sie ist, glaube ich, für die politische Dynamik und auch für die Frage,
wenn sie sich, wenn sie sozusagen politisch aktiv wollen werden, an ihre Bundestagsabgeordneten oder an ihre Europaabgeordneten, ist sie natürlich von zentraler Bedeutung. Ja? Ja? Wann ist da eine Entscheidung zu erwarten? Ja, das ist ganz schwer. Also das, es ist angeblich, aber es wird, also ich habe es nur sozusagen gerüchteweise, also mit einem, ein sicheres Gerücht ist, ja, ist, dass es tatsächlich die Kommission jetzt vorgelegt hat, dem EuGH, da die Ratifikationsdebatte zu dem EU-Singapur-Abkommen, also jetzt der Ratifikationsprozess, der noch nicht ansteht, gehen viele davon aus, dass das möglicherweise tatsächlich ein Jahr dauert, bis das entschieden wird. Und das führt auch dazu, dass, so habe ich es gehört und so wäre auch meine Wahrnehmung, dass auch der Ratifikationsprozess mit dem CETA, des CETAs, so lange ruhen wird. Ja, das ist für diejenigen, die sich politisch mit diesen Abkommen auseinandersetzen, insofern einerseits eine Beruhigung, als nicht alles morgen entschieden wird, andererseits aber auch ein bisschen schwierig, weil es bedeutet natürlich die mediale Aufmerksamkeit. Die müssen sie auch die nächsten 2-3 Jahre aufrechterhalten. Ja? Und gut, wir kommen, wenn wir über Investitionsschutz sprechen, sprechen wir nochmal über ein paar andere Sachen. Also dieser Kontext, der ist wichtig, den muss man mit berücksichtigen. Gut, ja, vielen Dank. Ja, ökonomische Auswirkungen. Jetzt begebe ich mich auf das dünne Eis der Nachbardisziplin. Das, was ich hier Ihnen mitgebracht habe, ist im Grunde genommen das, was in den offiziellen Studien, jedenfalls den Studien, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, also die Kommission hat unabhängige Studien in Auftrag gegeben bei einem unabhängigen Institut, das die Kommission sich ausgesucht hat und das überwiegend von der Kommission finanziert wird. Darüber hinaus hat sich auch das IFO-Institut München mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Es gibt inzwischen, habe ich gesehen, ein weiteres Gutachten eines, ich glaube, amerikanischen oder kanadischen Institutes, das eine ganz andere ökonomische Berechnung an den Tag legt und das sagt, stimmt alles überhaupt nicht. Das ganze Abkommen wird überhaupt gar nicht zu irgendwelchem Wirtschaftswachstum führen, sondern es wird allenfalls zu einer größeren Ungleichheit innerhalb von Europa führen. Ja. Zahlen 0,25, 0,50 jährliche Wachstumszuwächse, Beschäftigungszuwächse in Deutschland, 100 bis 200.000 neue Arbeitsplätze. Am schönsten finde ich immer diese letzte Lohnzuwachs. Ja? Also da haben sie ausgerechnet, es waren 68 Euro pro Monat bei vollständiger Liberalisierung. Das hat Herrn de Gucht dazu veranlasst zu sagen, wenn wir TTIP haben, hat jeder europäische Haushalt 554 Euro mehr pro Monat in der Tasche. Ja, also ist natürlich Quatsch. Also das erkenne sogar ich, der nur bis zur Zwischenprüfung Ökonomie studiert hat, dass man so nicht rechnen kann. Und es ist in der Tat so, also wenn man die ökonomischen Auswirkungen sich genauer anschaut, dann stellt man fest, also ist die Zahl, also die Arbeitslosigkeit insgesamt geht kaum zurück. Es gibt auch kein gleichgerichtetes Lohnwachstum, das ist auch nicht zu erwarten, sondern es gibt natürlich Lohnwachstum in den Sektoren, in denen man besonders großes Wirtschaftswachstum erwartet, also insbesondere Automobilindustrie, Chemieindustrie. Also da denke ich, wird es in der Tat, wenn man diese ökonomischen Berechnungen Raum schenken darf, zu einem Zuwachs kommen können. Ein Problem, das man auf der nächsten, ja bitte. Also ich habe in so einer Studie gelesen von der Universität Boston, dass das Wachstum minus 2% sein soll und die Einkommensveränderung 3.500 Euro, aber minus. Minus, 3.500. Ja, genau. Also es gibt inzwischen auch alternative und andere Studien. Wenn Sie mit Ökonomen reden, dann sagen die, ja, natürlich, ich bin ja kein Prophet, ich kann es nicht voraussagen. Gut, aber mit diesen Studien wird natürlich auch Politik gemacht. Ja? Bitte. Hat man denn jetzt in diesen Studien dann vielleicht auch ähnliche Abkommen, kann man es da nicht sagen, weil EU und USA ist ja immer schon was Besonderes, auch eine größere Nummer, aber kann man vielleicht in diesen Studien auch die Erkenntnis von bereits bestehenden Abkommen mit einfließen lassen, oder ist das wirklich nur Spekulation? Diese Studien, also Spekulationen, das würde ich jetzt nicht sagen, ja. Aber es sind reine sogenannte Gleichgewichtsmodellberechnungen. Das heißt also, das sind aggregierte Zahlen, und die gehen vor allem, das Entscheidende ist, bei vollständiger Liberalisierung. Ja? Also diese Modelle liegen alle zugrunde, dass es dann überhaupt gar keine Handelsbeschränkungen mehr gibt. Und das finde ich jetzt wieder politisch gedacht, man könnte Herrn de Gucht sagen,
545 Euro pro Haushalt, pro Monat, methodisch sauber, nur dann, wenn wir alle Chlorhütchen kriegen. Methodisch sauber, nur dann, wenn es eine umfassende Liberalisierung gibt, also wenn alles das, wenn wir den ganzen Genmais kriegen. Ja? Denn das bedeutet vollständige Liberalisierung. Wenn dagegen die Politik uns sagt, nein, nein, Standards senken wir nicht, ja, und das wird alles gar nicht kommen, dann müssen wir sagen, gut, wenn es alles nicht kommt, dann ist auch, werden auch die ökonomischen Auswirkungen wieder geringer, wenn auch wieder Ökonomie besteht. 543. Ja? Bitte? Also für unsere Fantasie ist vielleicht auch ganz ergiebig, dass die Nürnberger Bratwurst in der Tat in den Listen auftauchen. Und es ist auch richtig, dass das bisher praktisch unmöglich war, sie nach USA zu importieren. Aber wie das dann ausgeht, also das ist ganz lustig, es wird wahrscheinlich in Amerika dann mehr Nürnberger Bratwürste verkauft werden. Das heißt, es wird in Nürnberg mehr produziert werden, weil ja der Herkunftsschutz auch übertragen wird. Allerdings, dass die Gehälter dann in Nürnberg steigen, das wage ich erheblich zu bezweifeln, das wird das gleiche Problem drin bleiben. Und im Übrigen weiß man natürlich nicht, was der USA alles gewonnen haben, dass wir nämlich jetzt auf einmal mehr Truthähne kaufen und so und dann mit der ganzen Erfolg. Und dann wieder weniger Bratwürste essen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ist diesen ganzen Berechnungen und letztlich auch der Logik eines Freihandelsabkommens liegt natürlich zugrunde, dass man sagt, wenn mehr gehandelt wird, wird mehr produziert, das führt zu Wachstum, das führt zu Einkommenszuwächsen. Also in dieser klassischen, also neoklassischen ökonomischen Betrachtung ist das auch vollkommen stimmig. Und das lässt sich natürlich auch mit den Erfahrungen vergangener Freihandelsabkommen genauso nachweisen, dass sie bestimmte, in bestimmten Sektoren eben einen ökonomischen Zuwachs gehabt haben. Die spannende Frage ist, vielleicht können wir uns die nächste Folie anschauen. Ich erkläre sie sofort, ich schaue ja als Völkerrechtler, das ist das Schöne am Völkerrecht, wir dürfen immer auf die ganze Welt schauen. Das ist auch also hier, IFO-Institut, ja, das ist also original, habe ich nicht für Sie gemacht, hätte ich gar nicht gekonnt. Was haben die gemacht? Die haben die Veränderung des realen Pro-Kopf-Einkommens im sogenannten Liberalisierungsszenarien, also Chlorhütchen und Genmais, berechnet. Und da sehen Sie also hier tatsächlich satte 13,4% in den USA. In Europa kommen wir nur gerade vielleicht in Großbritannien auf knapp was Zweistelliges. Aber immerhin, ja, also doch alles recht positiv in Europa. So, und jetzt passiert das, was immer passiert, bei jedem Freihandelsabkommen, es kommt zu sogenannten handelslenkenden Effekten. Das muss auch so sein. Und das führt natürlich dazu, dass jedes bilaterale Freihandelsabkommen wirkt sich negativ auf das Wachstum der nicht beteiligten Staaten aus. Wenn die USA ein Freihandelsabkommen mit Jordanien abschließen, haben sie auch getan 2001, dann sind diese Effekte wahrscheinlich, jedenfalls global gesehen, zu vernachlässigen. Im regionalen Kontext vielleicht nicht, aber jedenfalls auch die Auswirkungen auf Kanada werden bei einem US-amerikanisch-jordanischen Freihandelsabkommen relativ überschaubar. Wenn natürlich die zwei größten Wirtschaftsblöcke der Welt sich zusammenschließen, sieht das Bild anders aus. Ja? Und das finde ich, das ist sozusagen die Botschaft dieses Bildes. Das führt dazu, dass. Bitte was? Das Dunkel, das ist Australien, ne? Genau. Also Sie sehen natürlich auch die Staaten, auch das sind logisch, die Staaten oder die Volkswirtschaften, die mit den beteiligten Volkswirtschaften besonders eng integriert sind, die werden am meisten verlieren. Deswegen haben Sie bei Kanada -9,5, Mexiko -7,2, Australien -7,4, Japan, da oben rechts, -5,9. Ja, in den anderen Bereichen ist das, also je geringer diese Zahl ist, also je näher sie an Null ist, wenn Sie so wollen, umso geringer ist letztlich auch sind die bilateralen Handelsströme. Aber Sie sehen natürlich, wenn Sie sich den afrikanischen Kontinent anschauen, hier, ich bin da immer unsicher, das ist Mali, ne, -4,0, darüber Algerien -3,5, Südafrika -3,2, wenn Sie nach Südamerika gucken, Chile -5,6,
Ja, also das sind durchaus signifikante Zahlen. Auch das ist natürlich aggregiert, also es wird nicht so sein, dass die am Ende dann 200 Euro weniger pro Monat in der Tasche haben. Aber das ist sozusagen die Botschaft, die man aus meiner Sicht, wenn man sich über diese Abkommen auch in einem globalen Kontext, ich sprach ja eben die WTO an, in einem globalen Kontext unterhält, dann muss man das so sehen. Das bestreitet auch niemand. Ja, viele sagen, ja, aber dann, es ist ja so, die Afrikaner, ich finde immer, wer ist das eigentlich? Aber gut, anderes Thema. Wenn die dann importieren, exportieren, dann müssen die nicht mehr zwei unterschiedliche Standards. Ja, also wenn die Afrikaner Hühnchen exportieren, dann müssen sie nicht mehr entweder Chlorhühnchen oder Antibiotika-Hühnchen exportieren. Das ist sicher richtig, klar, wenn wir gemeinsame Standards haben, dann ist das einfacher. Diese Effekte dürften aber deutlich geringer sein als die entsprechenden negativen. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie sehen übrigens auch, das ist auch hier sehr schön zu sehen, dass die Handelsvorteile des TTIP auch innerhalb Europas ganz unterschiedlich verteilt sein werden. Ja? Also das ist letztlich also ein bisschen Umverteilungsprogramm innerhalb von Europa. Ja? Also hier Großbritannien, die gewinnen sehr viel, wenn sie dann noch Teil von Europa sind, das ist ein anderes Thema. Wenn sie austreten, dann haben sie wieder ein Minus. Also werden sie sich vielleicht auch überlegen. Ja? Und ansonsten sehen Sie es natürlich auch hier, ganz unterschiedliche Summen, die da genannt werden. Ich summe ganz unterschiedliche Prozentsätze, die werden. Ja, ja, dachte mal so, dass mir eines, ich hab Ihnen heute mitgebracht, die Auswahl meiner Lieblings-TTIP-Karikaturen. Das ist Nummer 1. Also die TTIP sind sich sicher, Freihandel schafft Wohlstand, jedenfalls für einige. Ja, das sieht man also ganz klar, dass also ganz sicher wird das Abkommen auch zu ökonomischen Fortschritten führen, aber es ist halt die Frage, für wen. Ja. Ich habe noch, wer ist mit, gestatten Sie, dass Sie die Jacke ausziehen? Ja, kann man lachen, wenn ich mal aufmachen. Ja, 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 ja. Das ist super. Die beteiligten Akteure. Auf der europäischen Seite sind es relativ viele. Das ist ja die europäische institutionelle Konstruktion, ist ja immer etwas komplizierter. Die Kommission verhandelt. Die Kommission ist also die Institution, die die Verhandlungen führt, die auch sozusagen in dem Prozess direkt involviert sind. Das sind die einzige Institution, die direkt mit den Amerikanern spricht. Der Rat, die Minister müssen entscheiden, also die Staaten müssen entscheiden, zu Beginn und am Ende, und währenddessen werden sie informiert und können steuern. Wenn sie sich alle einig sind. Beim Thema Investitionsschutz kommen wir vielleicht nochmal drauf und werden sehen, wie leicht oder wie schwer eine solche Steuerung möglich ist. Das Europäische Parlament muss zustimmen, das ist inzwischen ganz klar. Und das ist hier jetzt auch interessant. Vielleicht darf ich das auch mal ganz kurz erwähnen. Ja, bitte. Nochmal eine Zwischenfrage. Ja. Wenn Sie sagen, das Europäische Parlament muss zustimmen, ja, am Ende. Wenn Sie es müssen, dann brauchen Sie es ja gar nicht. Achso, das ist schön. Diesen Einwand habe ich noch nie gehört. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das ist sprachlich unkorrekt. Also es bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments, damit das Abkommen so gemacht wird. Ja, also das Europäische Parlament kann selbstverständlich auch ablehnen. Ja, also man kann auch sagen, es darf zustimmen. Also es muss aus rechtlicher Sicht, es ist verpflichtet. Das ist nämlich früher nicht so gewesen bei Handelsabkommen. In früherer Zeit wurde das Europäische Parlament oft nur angehört oder hatte müsste zustimmen, genau, um zu, ja, sehr recht, ja, müssen ab. Parlamente müssen auch zustimmen. Also es ist sprachlich nicht ganz korrekt formuliert. Aber ich möchte auf einen anderen Zusammenhang hinweisen. Auch alle völkerrechtlichen Verträge, also internationalen Abkommen, die die Bundesrepublik unterzeichnet und ratifiziert, denen muss der Bundestag zustimmen. Es gibt kein einziges völkerrechtliches Abkommen der Bundesrepublik Deutschland, das der Deutsche Bundestag jemals abgelehnt hat. Kein einziges. Das ist auch gar nicht überraschend. Es gibt auch keinen einzigen Gesetzentwurf der Bundesregierung, die der Deutsche Bundestag jemals abgelehnt hätte. Warum nicht? Weil wir natürlich immer eine parlamentarische Mehrheit der Regierung haben. Ja? Das heißt, in parlamentarischen Regierungssystemen,
ist die parlamentarische Zustimmung zu den internationalen Verträgen oft ein sehr schwaches Schwert. Weil es ja bedeuten würde, das Parlament muss seiner eigenen Regierung, also die Regierungsparteien, müssen ihrer eigenen Regierung sagen, ihr habt schlecht verhandelt, da machen wir nicht mit. Das ist auf europäischer Ebene anders. Und deswegen haben wir, und das ist auch gar keine Überraschung, deswegen haben wir in der Vergangenheit, seitdem das Europäische Parlament diese Kompetenz hat, immer wieder gesehen, dass das Europäische Parlament Abkommen nicht ratifiziert hat. Weil es eben nicht in dieser, wenn Sie so wollen, politischen Zwickmühle steht, sondern weil es sagen kann, was die Kommission verhandelt, ist, wir haben zwar die Kommission irgendwann auch mal gewählt, aber es ist nicht eine, dass die Kommission beruht nicht auf einer, in Anführungszeichen, parlamentarischen Mehrheit in der Weise, wie die Bundesregierung auf einer parlamentarischen Mehrheit des Bundestages. Ja? Und deswegen ist es auch so, ist diese Entwicklung, die uns der Vertrag von Lissabon gebracht hat, aus meiner Sicht in der Handelspolitik fast die bedeutsamste. Dass wir nämlich jetzt auf einmal einen Player, wie man auf Neudeutsch sagt, also einen Akteur haben, der nicht nur rechtlich, sondern auch politisch in der Lage ist, Nein zu sagen. Und das hat die Dynamiken ganz stark verändert. Ja? Und wenn Sie mit den Kommissionsbeamten reden, dann sagen der Rat, die Minister, die Mitgliedstaaten, ach Gott, die haben wir alle irgendwie im Griff. Ja? Das Parlament nicht. Also das ist jetzt auch, wenn man sich die weitere politische Debatte anschaut, ist das sehr, sehr wichtig. Ja? Muss der Rat einstimmig entscheiden oder mehrheitlich? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, sind Juristen im Raum? Ja, einige, ne? Also Sie wissen, die Standardantwort des Juristen ist, das kommt drauf an. es ist sehr kompliziert. Das Grundprinzip wäre auch hier eine Mehrheitsentscheidung, qualifizierte Mehrheit. Es gibt bestimmte Konstellationen, in der es eine Einstimmigkeit bedarf. Das ist sehr schwer abzuschätzen. Meine Einschätzung wäre, dass am Ende, so ist es bislang immer gewesen, es eine Einstimmigkeit gab. Der Rat, es gab keine Mehrheitsentscheidung. Der Rat hat immer einstimmig zugestimmt. Es spielt letztlich auch, ich sage jetzt mal, wenn es sich um wirklich ein gemischtes Abkommen handelt, spielt es auch insofern keine Rolle mehr. Weil wenn Sie einen Mitgliedstaat haben, der im Rat Nein sagt, dann wird der Mitgliedstaat auch auf nationaler Ebene Nein sagen. Genau, ja, also insofern, das ist genau der, also wenn Sie im Rat keine Mehrheit haben, wenn Sie im Rat keine Einstimmigkeit haben, dann können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass das Abkommen gescheitert ist. Ja. Aber wenn man sich für die Bundesregierung der Entscheidung hält, dann wäre es wieder spannend. Dann wäre es wieder spannend, ja, wobei, also bislang gab es zu diesen ganzen Fragen, über die Herr Gabriel in den letzten Wochen so ein bisschen... Einige würden sagen stolpern, die anderen sagen, worum rumgelaufen ist, diese ganze Frage, gab es noch keine formale Abstimmung. Ja. Es sieht doch eher so aus, dass es höchst unwahrscheinlich wäre, dass alle, wenn jetzt alle 28 dafür wären. Ja, da darf man jetzt, das wird sich zeigen, ja, da darf man auch, da muss man ganz klein ein bisschen auf den Blick mal nach außen wenden und man muss schon sagen, also die TTIP-kritischsten Debatten finden Sie in Deutschland, in Österreich, zunehmend auch in Frankreich, aber Sie finden zum Beispiel kaum TTIP-Kritik in Osteuropa, kaum auch in Skandinavien. Also da... Zum Beispiel England? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es eine starke auch zivilgesellschaftliche Kritik und Debatte, die sich aber auf der politisch-parlamentarischen Ebene so noch nicht widergespiegelt hat. Ja. Ja, auf der US-Seite verhandelt der US-Handelsminister, der Kongress muss zustimmen. Es ist klar, ja bitte. Noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, das Parlament hier würde das nicht ablehnen wegen der Verhältnis zur Regierung. Ja. Wie war das dann bei MAI und ACTA? Ja, gute Frage. Das MAI, das MAI, das multilaterale Investitionsschutzabkommen, ist überhaupt nie irgendeinem Ratifikationsprozess zugeführt worden. Das ist bereits sozusagen in der Verhandlungsphase krepiert. Ja, also das war, da waren sich am Ende, haben die Staaten, die das ausgehandelt haben, gesagt, diesen Prozess verfolgen wir nicht weiter. Das wäre so, wie wenn jetzt die EU und die USA sagen würden, wir hören auf. Ja, das ist beim MAI praktisch passiert. Bei ACTA
hatten wir eine Ablehnung durch das Europäische Parlament. Das Abkommen lag den Mitgliedstaaten nie zur Ratifikation vor. War ausschließlich das Europäische Parlament. Und das muss man, wir kommen nachher auch nochmal auf den Investitionsschutz zu sprechen, muss man sich auch klar machen, diese ach so schlimmen Schiedsgerichte, ja, da habe ich gleich noch was dazu, haben die Deutschen erfunden. Die Bundesrepublik Deutschland hat 131 dieser Abkommen. Der Deutsche Bundestag hat 131 Mal zum Investitionsschutz Ja gesagt. Keiner hat es gemerkt. Na gut, also weniger haben es gemerkt. Ja? Machen wir das nächste, die nächste Folie, da habe ich das nochmal versucht, so ein bisschen grafisch darzustellen. Nicht um in dem Wettbewerb die wirrsten Grafiken der Welt mitzumachen, sondern was ich Ihnen vor allen Dingen hier zeigen möchte, oder was ich versucht habe, so ein bisschen darzustellen, das ist das Verhandlungsverfahren. Das ist also nicht sozusagen die Bedeutung der Akteure am Ende bei der Zustimmung, sondern beim Verfahren. Da ist es in der Tat so, dass wir also als in der Kern die Kommission haben und den Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten und eben den Rat, Konzilium, ja, die sprechen ja alle Latein in Brüssel, wie Sie wissen, den Rat, der eben einerseits der Kommission das Mandat erteilt, andererseits eben auch in enger Zusammenarbeit mit der Kommission immer informiert wird und konsultiert wird. Sie sehen auch, dass der Pfeil zum Europäischen Parlament dünner ist. Es liegt auch daran, dass die Europäische Kommission eben in einem anderen Austauschverhältnis zum Parlament steht als zum Rat. Das ist historisch bedingt. Der Rat war immer schon sehr viel intensiver in die Verhandlungen, zumindest involviert. Er wusste, worum es geht. Das spielt bis heute eine Rolle bei der Frage, wer darf welche Dokumente sehen. Ja? Also die Ratsmitglieder, insbesondere die Mitglieder eines besonderen Ausschusses des Rates, des Handelspolitischen Ausschusses, die kriegen alles zu sehen. Ja, das Europäische Parlament kriegt ausgewählte Dokumente zu sehen, auch nur einige und wie man weiß, nur in besonderen Räumen, wo auch komischerweise kein Kopierer steht. Oder, ja, also es, zum Teil haben wir so ein bisschen das Gefühl, es ist ein schlechter Krimi. Aber das ist hier die Entwicklung. Ja, meine Lieblingskarriere, ah, nee, jetzt kommt gar nicht, die kommt gleich, die Lieblingskarriere. Wer will das TTIP? Bin ich mein Kaffee? Wer will das eigentlich? Ja, wer will das eigentlich? Ja, na gut, es gibt natürlich europäische und US-amerikanische Industrieverbände, die das wollen. Ja, das ist bei Handelsabkommen immer so. Die Nürnberger Bratwurst ist jetzt sicherlich nicht das offensive Interesse der Europäischen Union, aber es ist ein wunderbares Beispiel, weil es natürlich überall in der Europäischen Union Industriezweige gibt, die mit den USA handeln und die sagen, wir haben da und da Probleme, wir würden gerne mehr exportieren, wir würden gerne, dass bestimmte Schranken eben abgebaut werden. Es ist wahnsinnig schwer, den Amis klar zu machen, dass sie Nürnberger Bratwurst essen sollen. Ja. Warum eigentlich? So in Italien schwierig, der Lidl verbreitet es ab und ich muss den Italiener ganz und breit erklären. Ja, genau. Also das ist zunächst einmal auch etwas, was man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen muss. Wenn man in einem marktwirtschaftlichen System, wenn man ein marktwirtschaftliches System hat, dann ist der Handel, der Austausch, ist natürlich etwas Natürliches und wenn man fair ist, meine profitieren ja auch alle davon. Also es ist ja jetzt keiner hier, glaube ich jedenfalls, der sagen würde, also ich will nur das, was in 50 Kilometer beim Umkreis produziert wird und wenn da keine Computer produziert werden, habe ich ja Pech gehabt. Ja? Und wenn da keine T-Shirts produziert werden, dann kaufe ich mir halt keine. Ja? Dann stricke ich mir irgendwas selber. Also insofern denke ich, da haben wir ein Interesse. Das erklärt aber nicht, aus meiner Sicht erklärt das jedenfalls, wenn man politisch denkt, nicht die Breite dieses Abkommens. Es erklärt auch nicht, oder nicht vollständig, es erklärt auch nicht, insbesondere nicht bestimmte politisch hoch umstrittene Bereiche. Die werden erst erklärt, wenn man genauer hinhört. Insbesondere genauer hinhört, was die Europäische Kommission möchte. Die Europäische Kommission sagt, wir wollen mit den USA ein Abkommen aushandeln, denn wir wollen wieder die Oberherrschaft, das sagen sie so nicht, aber im Grunde genommen, die Oberherrschaft darüber erlangen, was auf der Welt handelspolitisch passiert. Das war früher immer so, im alten GATT, also bevor es die WTO gab, in den 60er, 70er, 80er Jahren war das immer so, wenn die USA und die IG damals noch irgendwas entschieden haben, dann wurde das gemacht.
Ja, die Kanadier haben eh mitgemacht und die Japaner, die haben freundlich genickt und da war es auch klar. Und so lief das. Und jetzt, ich vereinfache, aber auch nur ein Stück weit, und jetzt ist alles durcheinander und jetzt kommen plötzlich die Chinesen, die es anders wollen, und die Inder und wer auch immer alles. Und jetzt verändern sich die Standards. Und jetzt wird die Debatte spannend. Weil jetzt wird sie nämlich auch insofern spannend, wenn Sie mal genau hineinhören, merken Sie auch, dass da plötzlich ganz komische Untertöne drin sind. Wer soll denn die Standards bestimmen? Wir wollen doch westliche Standards. Ja? Wir wollen doch nicht, dass die Chinesen über Rechtsstaatlichkeit bestimmen. Also da kommen ganz merkwürdige Untertöne rein. Wenn man genau hinhört, hört man die. Mich beunruhigt das, muss ich ehrlich sagen. Mich beunruhigt das, wenn man sehr kritisch ist oder auch sehr plakativ würde man sagen, das ist letztlich ein neokolonialistisches Projekt, das da stattfindet. Und also das ist das, was Sie mit diesem Golden Standard immer meinen. Wir wollen den Investitionsschutz, die Handelsabkommen, wir wollen die bestimmen. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Warum? Weil wir natürlich dann entscheiden können, nach welchen Regeln das Spiel gespielt wird. Und wenn die USA und die EU ein Abkommen haben, dann, so die Vorstellung, orientiert sich der Rest der Welt daran. Das ist wahrscheinlich ökonomisch gar nicht mal so falsch. Ja? Dass wenn es tatsächlich zu einem solchen Abkommen kommt, dann wird es schwer für die anderen Staaten zu sagen, wir machen was komplett anderes. So, und jetzt warum TTIP? Die USA haben das in Anführungszeichen ein bisschen früher erkannt, haben so zunächst gesagt, wir machen das mit unseren östlichen Partnern auf der anderen Seite des Pazifiks. Und da hat die Europäische Kommission und die Europäer plötzlich gemerkt, aha, da spielt jetzt die Musik. Die Amerikaner machen das jetzt mit den Chinesen und den Australiern und den Japanern alleine aus. Und die EU, die mal in Südkorea was ausgehandelt hat und seit Jahren was versucht, mit Indien auf die Beine zu stellen, die ist ins Hintertreffen gebracht. So die Selbstwahrnehmung vieler Kommissionsbeamten. Und deswegen wird das auch, also wir können das debattieren, Sie können das auch bestreiten, also das kann man auch bestreiten, aber ich glaube, bestimmte Bereiche dieses Abkommens lassen sich nur erklären, wenn man eben auch diese, ich sage jetzt mal, nicht ökonomischen oder nicht ausschließlich auf Lobbyinteressen zurückzuführenden Aspekte mit einbezieht. Ja? Die USA wollen das natürlich auch, aber da ist man sich gar nicht so ganz sicher, wenn die USA sich entscheiden müssten zwischen dem Abkommen mit den pazifischen Partnern und den europäischen Partnern. Also, ich würde da nicht drauf wetten. Ja. Gut. Eine Karikatur Nummer 2. Sie sehen also, es ist keine TTIP-spezifische, sondern allgemein handelspolitisch-spezifische. Sie sehen also hier den doch etwas schlank geratenen Vertreter der Generaldirektion Handel, der also im Bett mit Business Europe ist. Und das europäische Volk kommt offensichtlich etwas verfrüht von einer Geschäftsreise nach Hause und er sagt, it's just business. Also ist ja nur geschäftlich. Ja, und die haben da also mit allen möglichen geheimen und do not open confidential Dokumenten da offenbar eine kleine Orgie gefeiert. Was dahinter steckt, ist natürlich, wenn Sie jetzt Kommissionsbeamte fragen, wem teilt er das eigentlich mit? Wen involviert er? Dann sagen die, naja, die Zivilgesellschaft, die wird ja informiert. Ja, da gibt es eine wunderbare Konsultation. Und da tauchen natürlich die Vertreter der Wirtschaftsindustrie, die sind ja auch nicht blöd, die tauchen da auch auf. Ja? Bei diesen offiziellen Konsultationen haben die natürlich auch immer den Dachverband der europäischen chemischen Industrie. Und die sind da alle dabei, die sind ja auch Teil der Zivilgesellschaft, ja, sind ja auch Verbände, sind ja auch NGOs, ja. Ja, also der VCI ist eine NGO, ja. Gut, aber darüber hinaus werden die natürlich noch ganz anders geteilt. Und ich hatte das mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mal im Bundeswirtschaftsministerium eingeladen zu einer Tagung, da ging es auch um regionale oder bilaterale Freihandelsabkommen. Ja, da wollten die da mal so eine Tagung machen. Und dann ging es darum, wen laden Sie denn ein? Und da haben sie gesagt, wir wollten so ein paar Wissenschaftler haben, dann ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich läuft. Und wen laden Sie denn noch ein? Und dann hatten sie eine ganze lange Liste der üblichen Verbände. Ja? Und dann habe ich gesagt, warum laden Sie eigentlich nicht Gewerkschaften ein? Ja? Oder Umweltverbände? Und dann sagten die, nee, das ist ja noch keine öffentliche Veranstaltung.
Ja. Ist klar, wer möchte. Wenn der BDI kommt, dann ist das nicht öffentlich. Ja. Und dann sagt er, wir wollen das erstmal nur für die machen, für die wir eigentlich das glauben die auch. Das glauben die auch. Und das ist natürlich, da würden Sie, wenn Sie mit jemandem von der Generaldirektion, wenn Sie jemand von der Generaldirektion Handel hätten, dann würde ich Ihnen sagen, natürlich, wir sind dafür da, dafür zu sorgen, dass die europäische Industrie, die europäische Wirtschaft, dass die deren Interessen in internationalen Handelsbeziehungen vertreten werden. Denn die handeln ja. Wir handeln ja nicht. Stimmt ja. So. Also, ich will das nur skizzieren, wie man das dann bewertet, das überlasse ich Ihnen. Aber das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich das wahrscheinlich, gut, das ist kein besonders vorteilhaftes Bild, ja, das ist schon klar. Aber wahrscheinlich würden die das nicht mal bestreiten, dass es so ist. Ja? In dem Zusammenhang fände ich auch die Frage interessant, wenn jetzt alle Zölle fallen, ja, dann fehlt es ja in der Staatskasse. Also da mal diese Frage gezielt an Gabriel oder Merkel, ja, wo denn der Ausfall der Zölle dann? Ja, ist eine wichtige Frage. In der Tat sind Zölle ja Staatseinnahmen und wenn Zölle reduziert werden, reduzieren sich auch die Staatseinnahmen. Eine Berechnung diesbezüglich habe ich noch nicht gesehen. Ich würde vermuten, dass das relativ gering ist. Ich würde vermuten, dass man sogar sagen kann, die zusätzlichen Einnahmen, die wir über Steuern haben, durch den ganzen Gewinn, wahrscheinlich lässt sich das sogar so berechnen, dass das mehr wird. Die Frage nach den Zöllen ist, nur jetzt ist ein anderer Kontext, aber wir diskutieren ja auch sonst so ein bisschen Handelspolitik. Die Frage nach den Zöllen ist bei Staaten der Dritten Welt sehr viel signifikanter. Ja? Also viele Staaten der Dritten Welt verfügen überhaupt gar nicht über ein funktionierendes internes Steuersystem. Da ist sozusagen die Quote der Staatseinnahmen aufgrund von Zöllen deutlich, deutlich höher als in den Industriestaaten. Und deswegen ist, wenn Sie, wahrscheinlich auch einige von Ihnen sich auch so mit internationaler Politik oder Entwicklungspolitik und so beschäftigen, also das ist einer der zentralen Kritikpunkte oft eben auch an Freihandelsabkommen mit der Dritten Welt, dass man sagt, da brechen einigen Staaten zentrale Zolleinnahmen weg. Ja. Gut, ja, eine Frage. Die Kosten, die aufgrund von Investitionsschutz Prozessen passieren würden, werden nicht signifikant bei den Staatshaushalten auftauchen? Ja, die würden auftauchen, zum Investitionsschutz kommen wir gleich noch. Da gibt es im Moment, ich sag mal, was Klagen gegen Industrieländer angeht, noch kaum verlässliche Berechnungen, muss man fairerweise sagen. Da stehen immer so Einzelzahlen im Raum, die natürlich horrend sind, aber was der Staat generell an Prozesskosten ausgibt, wenn er sich vor seinen nationalen Gerichten verteidigt, ist natürlich auch eine große Summe. Also ich glaube, wenn man das prozentual berechnet, wird das plötzlich wieder deutlich geringer, aber es kann sein, dass das zukünftig mehr wird. Ja, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu sprechen. Transparenz, öffentliche Beteiligung. Ganz kurz nur, Sie wissen das oder haben das alles mitbekommen, wir haben eine nach wie vor sehr geringe Transparenz. Die offiziellen Verhandlungsdokumente sind geheim. Das behauptet keiner mehr für das TTIP, weil sie merken, das ist PR-mäßig schlecht. Wenn Sie aber auf die Seite, darüber sprechen wir da Abend nicht, aber Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, es gibt auch eine Initiative, da geht es nur um Dienstleistungsliberalisierung, das ist das sogenannte TISA, Trade in Services Agreement. Wenn Sie auf die Seite der Generaldirektion Handel der EU-Kommission gehen, da steht da der Satz, ist doch klar, Dokumente sind beim Handelsabkommen immer geheim. Die kriegt niemand zu sehen, außer dem Verhandlungspartner. Steht bei TTIP nicht mehr drauf, weil natürlich die allermeisten bei TTIP gucken. Ja? Gut. Oder sie werden geleakt. Also wenn irgendwann mal das Wort des Jahres gewählt werden soll, ich bin für geleakt. Ja, was heißt geleakt? Ja, leak ist Englisch und ist eigentlich ein Leck. Ja, also ein Leck. Sie werden geleckt, also nicht abgeleckt, sondern sie sickern durch ein Leck. Das Leck bedeutet also, irgendjemand, der eigentlich diese Dokumente geheim halten solle, hat sie weitergereicht. Und das, ja, WikiLeaks, das, ne, gibt es auch. Und das Tolle ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, das gehört inzwischen zum guten Ton. Also wenn Sie
also ich habe in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich öfter mal Anrufe bekommen, dass die Universität, ich habe da so ein geleaktes Dokument. Ja, haben Sie das schon? Das habe ich leider auch schon. Dann rief mich irgendein NGO-Kollege aus Österreich an. Sag mal, das und das Dokument, das hast du doch vielleicht auch schon. Ja, das habe ich von einer noch anderen Quelle und so. Also es ist so ein bisschen zum Sport geworden, dann die Dinge auch zu leaken. Das ist in der Tat eine Entwicklung, die wir vorher nicht gesehen haben. Ich finde das deswegen bemerkenswert, weil es zeigt, dass es offensichtlich eine große Anzahl oder eine signifikante Zahl von Akteuren gibt, die diese geheimen Dokumente zu sehen bekommen und die mit dieser Geheimhaltungspolitik nicht mehr einverstanden sind. Ja. Und das wahrscheinlich auch aus gutem Grunde. So, ja? In der Fernsehsendung wurde doch Gabriel gefragt, die öffentliche Daseinsvorsorge in, ich glaube, es war Titel, drin ist. Ja. Und da hat er doch zwei oder dreimal behauptet, definitiv, es ist nicht drin. Ja. Und dann ist ja dieses Fernsehteam zu Ihnen gekommen, ja, und da konnte man dann schwarz auf weiß nachlesen, es ist drin. Ja. Hat er es nicht gewusst oder hat er gelogen? Also ich bin weder der Beichtvater noch der Psychologe von Herrn Gabriel. wenn Sie mich nachher, also meine Erklärung, ich gehe immer vom Guten im Menschen aus, ja. Also ich gehe grundsätzlich erstmal, meine Arbeitshypothese ist, mich lügt niemand an. Ist vielleicht falsch, okay. Ich vermute, dass Folgendes passiert ist. Dass das Bundeswirtschaftsministerium, also das als Institution, ist im Prinzip seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland eine Institution, die sozusagen die Freihandelspolitik in die DNA eingebaut hat. Ja, so kann man das sehen. Also wenn Sie mit den Leuten auf der Arbeitsebene sprechen, da gibt es niemanden, der das in irgendeiner Weise in Frage stellt. Und jetzt kommt, und wir haben oft übrigens auch in der Vergangenheit oft sehr unpolitische Wirtschaftsminister gehabt. Ja, sehr unpolitisch, also zum Teil sogar Parteilose, zum Teil welche, die einer bestimmten Partei angehörten, der sie hinterher nicht mehr angehören wollten oder sollten, anderes Thema. Aber wir haben relativ selten einen Wirtschaftsminister gehabt, der Handelsbeziehungen politisch verstanden hat. Entweder als, das ist unsere Außenpolitik, wir wollen Märkte öffnen, also aktiv politisch, oder als wir wollen irgendwie globale Strukturpolitik gestalten und so weiter. Der Grundkonsens war immer, Handel macht die Europäische Kommission, die machen das gut für Deutschland. Ja? Ich erinnere mich noch an Diskussionen, als ich meinen Doktorat geschrieben habe, war genau das sozusagen der Grundthema. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt Herr Gabriel, der von Handelspolitik wahrscheinlich vorher tatsächlich nicht besonders viel verstanden hat. Würde ich mal vermuten. Jetzt muss ich tatsächlich ein Psychologe werden, aber auch vom Typ her einer ist, der gerne mal was sagt und hinterher nachdenkt. Ja, also gibt es ja auch. Ist ja für einen Politiker vielleicht auch nicht so schlecht. Ne? Da muss man einfach was sagen, damit man was gesagt hat und dann, na okay. So, und jetzt haben wir das Problem, dass der Gabriel plötzlich merkt, da entstehen Dynamiken, da entsteht eine politische Debatte, auf die sein Haus nicht vorbereitet ist. Ja, also garantiert. Da hat keiner, und das merken Sie auch heute noch, die reagieren hilflos. Ja, die reagieren, das, ich finde das manchmal ein bisschen traurig. Ja? Ich denke so, Mann, mit euch kann man sich nicht mal richtig streiten. Ja? Also jedenfalls, die bereiten ihn nicht vor. Ja? Und das ist genau passiert. Da hat ihm keiner gesagt, hör mal, wenn die kommen, die reden mit dir nicht über, weiß was ich was, hier Zollabbau oder was das jetzt für BNW, das interessiert die Medien gar nicht. Die reden mit dir über Daseinsvorsorge, die reden mit dir über Umwelt, die reden mit dir über Arbeitsstandards. Ja? Ich weiß nicht, in irgendeiner Fernsehserie wurde er auch zu dieser komischen Arbeitsschutzklausel, dieser Labor Standards Clause gefragt, wo ich denke mir, mein Gott, der Mann ist Sozialdemokrat, ja? Also wie kann der nicht wissen, dass das Standard der europäischen Verträge immer schon ist, weil das letztlich eine wichtige sozialdemokratische gewerkschaftliche Agenda gewesen ist. Das wusste der wirklich nicht. Vielleicht hat sich die SPD von solchen Sachen viel zu weit. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube eher, dass es tatsächlich, dass dieses Haus, es ist kein politisches Haus.
Das ist ein Riesenhaus. Ja? Schauen Sie sich mal an, die ganze Mittelstandsförderungsabteilung. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Aber das ist schon interessant, wenn man das politisch bewertet. Ja, andere Ministerien sind ganz anders. Das Umweltministerium ganz anders. Von der DNA, also der institutionellen DNA, ganz anders. Das Wirtschaftsministerium ist kein politisches Haus. Der ist einfach nicht vorbereitet. Ja? Die, übrigens die Kommission genauso. Die sind allerdings, die machen zwar Politik, aber die sind nicht damit konfrontiert worden, dass sie irgendjemand fragt. Das kannten die bis dato nicht. So. Und ich glaube, das erklärt es für mich. Ich glaube, der Mann war wirklich überrascht und hilflos. Also, das hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber das wird es für mich erklären. Ich glaube nicht, dass der uns belügen wollte, ja? Das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, er hatte sich mit den Fragen nicht auseinandergesetzt, auch beim Investitionsschutz nicht. Und das merken Sie ja. Über Investitionsschutz sprechen wir gleich noch, oder auch was da das Wirtschaftsministerium produziert hat. Das wäre meine Erklärung. Ja, einseitige Innovationspolitik der Kommission. Konsultationen sind überwiegend auf Rechtfertigung der Vorschläge gerichtet. Wenn Sie sich die doch. Was stimmt? Die Kommission sagt, wir waren noch nie so transparent. Das ist richtig. So viel Information über Verhandlungen, wie wir sie über TTIP bekommen, hatten wir noch nie. Wir wissen jetzt, heute Morgen kommt der Kommissar in Washington an. Dann hat er uns in Twitter, bin gerade gut gelandet. Ja, wir wissen dann, er verhandelt jetzt. Ja, und es war wieder ganz toll und war schwierig und wir mussten den Amerikanern erstmal was erklären und wir mussten ihnen erstmal das europäische Sozialmodell erklären, das verstehen wir alle. Das interessiert mich alles gar nicht. Ja. Ich bin jetzt mal ganz egoistisch. Ich will wissen, was habt ihr denen vorgeschlagen? Ich will den Text sehen. Ich will überhaupt gar nicht wissen, wann du mit wem wo. Es interessiert mich auch gar nicht, ob die siebte oder achte Verhandlungsrunde ist, ob die nun in Arlington oder in Washington, ob die in Brüssel oder so. Das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert, was schlagt ihr vor? Was schlagen die Amis vor? Das interessiert mich noch viel mehr. Was verlangen die Amis von uns? Ja? Ich werde ganz oft gefragt, wie ist das denn nun mit dem Wasser? Wird das Wasser jetzt privatisiert? Sprechen wir gleich noch. Und dann sage ich immer, dass, erstens, ich weiß es nicht. Ja, ich habe bislang noch nicht gesehen, dass es offensive ökonomische, kommerzielle Interessen von amerikanischen Anbietern gibt, die in zum Beispiel die deutsche Wasserversorgung einsteigen. Habe ich nicht gesehen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, ob es die nicht gibt. Warum nicht? Weil ich die Forderungen der USA, die Marktöffnungsforderungen der USA, nicht kenne. So, und jetzt nur, damit wir das Bild einmal auch vollständig hinkriegen. Das gleiche Problem haben unsere US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Die sagen auch, ja, ich würde ja gerne mal wissen, was wollen denn die Europäer? Wollen die auf unseren Energiemarkt? Wollen die auf unseren Verkehrsmarkt? Wollen die unsere Post aufkaufen? Sie wissen vielleicht, die Post in den USA ist immer noch ein Staatsunternehmen. Was wollen die Europäer? Wir wissen es nicht. Das ist das zentrale Problem. Und deswegen würde ich nachher sagen, jetzt kommt mein Lieblingskredit Nummer 3. Da bin ich mir immer nicht sicher, ob der Karikaturist sozusagen das Doppeldeutigkeit, Doppeldeutigkeit seiner Zeichnung erkannt hat. Das den deutschen Büchern über eine Glasvitrine staut. Ich kann es überhaupt nicht sehen, sagt er. Und der Diplomat daneben sagt, weil es jetzt so transparent ist. Und genauso so komme ich mir vor, ja? Ja, ich habe gesagt, es ist so transparent und ich sage, ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was er da macht. Und jetzt kommen noch diese ganzen Leaks dazu. Und das ist natürlich auch, also nur um das, ich muss ja arbeiten, also ich will mich ja nicht über meine Arbeitsbedingungen beschweren. Aber zum Beispiel, ich bekomme eine Anfrage, dass ich einen Text, der offiziell geleakt wurde, und den dann jemand ins Internet gestellt hat, der also weltweit zur Verfügung stellt, den soll ich bewerten. So, ich weiß aber, das ist gar nicht mehr die aktuelle Fassung. Weil ich persönlich, ich darf das natürlich nie ins Internet stellen, ich persönlich habe eine aktuellere Fassung gesehen. Und habe gesehen, dass sich gewisse Dinge verändert haben. Was mache ich denn jetzt? Wie was? Sie können das demjenigen bieten, von dem Sie die ältere Fassung haben, und er gibt Ihnen diese aktuelle nochmal. Ja, das Problem. Mein Problem ist so ein bisschen, ich bin ja nur ich, bin ja keine Institution. Ja? Also ich habe aus meinem, können wir auch darüber diskutieren, können Sie mich auch für kritisieren, aber ich bin der Meinung, dass ich als einzelner Wissenschaftler nicht die Legitimation habe, ein Dokument, das mir unter dem Siegel der Vertraulichkeit zur Verfügung gestellt wird, in die Öffentlichkeit zu bringen.
Das müssen politische Institutionen machen, das müssen politische Akteure machen, die dafür politisch auch gerade stehen. Das ist nicht meine Aufgabe. So, aber ich will damit nur sagen, das wäre alles viel einfacher, wenn man sagen würde, das ist unser offizielles Angebot an die USA. Nicht vorher, nicht bevor es die Amerikaner sehen. Wenn es den Amerikanern gezeigt wurde, warum müsst ihr das dann noch geheim halten? Ja, die Amis haben es doch gesehen. Abgesehen davon, dass sie es auch schon vorher kannten, wegen NSA und so, aber das ist ein anderes Thema. Warum alle Dokumente, die eingebracht, die offiziell eingebracht wurden, über die verhandelt wird, die kann man doch bitte schön uns zur Verfügung stellen. Dann können wir auch den Gewerkschaftsbund einladen. Genau, dann könnten wir auch den Gewerkschaftsbund einladen. Das würde übrigens, und das würde, hätte auch den weiteren Vorteil, es gibt in vielen dieser Texte, also auch in den WTO-Übereinkommen, gibt es echte Fehler, die die Verhandler gar nicht gemerkt haben. Ja? Ich habe mal mit jemandem aus dem Bundesgesundheitsministerium gesprochen und sagte, in eurer GATS-Liste habt ihr doch die Kassenärztliche Vereinigung drinstehen, also das Kassenarztsystem, aber nicht das System der Bedarfszulassung und der Krankenhausfinanzierung. Psst, sagt er, wissen wir. Ist blöd. Ist wirklich blöd. Ja, wirklich blöd. Und hätte vielleicht jemand erkannt, der sich damit auskennt. Ja. Gut, okay. Das wäre die Frage, warum ist das Problem? Ja? Also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe, im innerstaatlichen Prozess sind wir das gewohnt. Ja, es gibt einen Regierungsvorschlag, dann gibt es die erste Lesung, Abänderung, dann gibt es alle möglichen anderen Vorschläge. Alles transparent, man kann das verfolgen. Am Ende wird natürlich, muss man ein bisschen, ich sag mal, am Ende muss man auch mal untereinander sprechen können, Vermittlungsausschuss, kennen wir auch, und dann weiß man aber, aha, das ist der Kompromiss, der dabei rausgekommen ist. Bei anderen internationalen Abkommen ist es auch gang und gäbe. Schauen Sie sich internationale Umweltabkommen an, schauen Sie sich internationale Menschenrechtsverträge an. Sie können sehen, wenn ein neuer Vertrag aufgelegt wird, wer schlägt was vor, wer schlägt welche Änderungen vor, wer ist wofür, das kann man alles nachverfolgen, was schlägt die eigene Regierung vor. Man kann der eigenen Regierung sagen, schlag doch mal dies und jenes vor. Müssen sie ja nicht machen. Ja, ist ja okay. Aber warum man das alles geheim halten muss, ist mir unbegreiflich. Oder ich kann es erklären, ja, aber es ist aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen. Gut, das ist die Transparenz. Ja, jetzt kommen die staatlichen Regulierungen. Ja. Sie sehen, das können Sie in der letzten drei wahrscheinlich nie mehr erkennen. Wir haben hier also einen amerikanischen Mähdrescher, der was drischt der da weg? Also die Menschenrechte. Umweltstandards, Gentechnik, freie Lebensmittel, Kennzeichnungspflicht, Demokratie, Verbraucherschutz, Kleinbetriebe wird alles glatt gemacht. Das ist also die Frage nach der staatlichen Regulierung. Vielleicht, damit wir das Problem mal erkennen, schauen wir uns mal die nächste Folie an. Ja, da hat Open Office, das soll ein Gleichheitszeichen okay. sein. Also das Problem, das wir haben, ist, wir haben unterschiedliche Standards. Ja, wenn Sie, jeder, der ins Ausland verreist, weiß, es ist immer schwierig, wenn man seinen Laptop irgendwo einstecken will und hat keinen Adapter dabei. Also könnte man ja überlegen, es wird alles vereinheitlicht. Eine andere Herangehensweise ist, das erkennen Sie sofort, oben, das sind US-amerikanische Biomöhren, unten sind europäische Biomöhren. Ja, sieht jeder. Sie haben natürlich voran. Sie natürlich nicht. Also, Sie brauchen ein Label. Ja? Können Sie auch im normalen Supermarkt ja nicht erkennen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Label. Ja? Und wenn man jetzt sagt, okay, das Label sagt im Prinzip das Gleiche, nur so und so viel oder gar keine Pestizidrückstände, dies und jenes nicht, wie das beschrieben wird, und wir sagen, das sind die gleichen Labels, dann kann man sagen, wir erkennen die wechselseitig an. Das haben die USA und Europa auch schon getan mit diesen Umweltlabels, mit diesen Bio-Labels. Sie gesagt haben, das sind im Prinzip die gleichen Standards, das können wir anerkennen. Das hat den schönen Vorteil, wenn Sie ein Bio-Lebensmittel, also ein weiterverarbeitetes Lebensmittel kaufen, wollen Sie ja wissen, wie viel Bio ist da drin, dann kann der Bio-Lebensmittelhersteller, auch wenn er amerikanischen Möhren würde vielleicht nicht kaufen, aber wenn er zum Beispiel amerikanischen Mais kauft, gentechnikfreien amerikanischen Biomais, soll es geben, wenn er den verarbeitet, kann er trotzdem Bio-Öko draufschreiben. Ist ja praktisch. Das kann man bewerten, wie man möchte. Man kann auch sagen, stimmt alles gar nicht, alles wischiwaschi und es muss sowieso viel höhere Standards sein, alles okay. Aber so könnte man das regeln. Das sind die Probleme. Jetzt merken Sie schon sofort,
offensichtlich kann man das auch ohne TTIP regeln. Also bei Bio-Lebensmitteln ging es irgendwie. Bei den Steckern, das ist immer so ein bisschen der Punkt, wo ich mich frage, warum kommt die Industrie da nicht selber drauf? Ja, das kann man ja mal fragen. Ne? Also warum müssen die sozusagen, das schreibt ja, gibt ja kein Gesetz, das sagt, die Stecker müssen so aussehen. Das ist ja eine DIN-Norm. Ja, das setzt sich die Industrie ja selbst. Ja? Würde man sagen, also wenn es die Industrie so stört, dass sie so unterschiedliche technische Standards haben, könnten sie ja vielleicht selber auf die Idee kommen, dass sie diese Standards vereinheitlichen. Warum tun sie das nicht? Zwei Stecker verkaufen. Ja, weil sie Märkte abschotten können. Ja, natürlich ist die Industrie auch unter Umständen daran interessiert, einen Markt mal abzuschotten. So, das kann man auf diese Weise wunderbar regeln. So, was macht, bitte was? Siehe Ladegeräte für Mobilfunk. Genau, ja, Ladegeräte, alles Mögliche. Früher war es ja, gut, ich meine, wenn ich meine Studenten angucke, da sage ich immer, kennen Sie noch Videokassetten? Da gucken Sie mich immer so ein bisschen an. Sie, wenn ich Sie so angucke, ich glaube, viele von Ihnen kennen noch Videokassetten. Also, da war es ja früher so, Video 2000, VHS. Ja? Also das eine ging nicht mit dem anderen. So. Was macht das TTIP? Die nächste Folie vielleicht, jetzt mal bitte. Genau, also das TTIP versucht im Grunde genommen zwei Dinge zu tun. Es sagt einmal, wir wollen Transparenz und Konvergenz herstellen. Transparenz ist ja immer schon mal toll. Regulatorische Transparenz. Das bedeutet, wir wollen uns gegenseitig informieren, wenn wir neue Regeln machen. Ja, also wenn wir uns jetzt einen neuen Umweltstandard überlegen, einen neuen Biostandard, einen neuen Steckerstandard, dann sagen wir den Amerikanern, bitte, das planen wir gerade. Was haltet ihr davon? Das findet statt. Ja, das ist ja auch erstmal... Könnt ihr mal den anderen Leute fragen, vielleicht fällt ihnen was Besseres an. Der Krux, oder nicht die Krux, sozusagen der Knackpunkt, ist bei dieser Frage der Transparenz immer, wer wird offiziell eingeladen, Stellung zu nehmen? Und die Amerikaner sagen immer, naja, wenn wir Transparenz machen, dann müssen wir natürlich auch die Industrie beteiligen. Also die müssen wir auffragen, die müssen offizielle Stellungnahmen einreichen können und sagen, das ist mal ein blöder Standard, wir fänden es viel besser, würde das anders machen. Soweit auch erstmal so nachvollziehbar. Jetzt geht es aber weiter. Im TTIP versucht man unter dem Stichwort regulatorische Zusammenarbeit, Transparenz, Zusammenarbeit, alles Dinge, wo keiner, wer ist schon für Intransparenz, wer ist schon für nicht zusammenzuarbeiten. Es geht eben darum, dass man das weiter spinnen möchte. Und hier erreichen wir so ein bisschen das Reich der Mythenbildung. Da finden Sie jetzt auch in der Presse ziemlich interessante Dinge. Da wird zum Teil dann geschrieben, es soll einen Überregulierungsrat geben, der nationale Gesetze für nichtig erklären kann. Da habe ich mir gefragt, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, das ist, also klar, man kann alles sich zurecht fantasieren. Das lässt sich so nicht erkennen. Wir wissen nicht, das ist ja genau das Problem. Wir wissen, dass es mehr sein soll als bei Kanada. Bei Kanada gibt es nur ein Regulatory Cooperation Forum. Da sitzen, das wissen wir jetzt seit letztem September, da sitzen die Regulierungsbehörden zusammen und reden miteinander. Bei TTIP soll es irgendwie mehr werden. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Ich weiß zum Beispiel auch, sowas wird nicht geleakt. Ja? Das kriegen natürlich die Friends of the Leaks, kriegen diese Dokumente wahrscheinlich auch gar nicht. Was da vorgeschlagen wird, ist mir nicht bekannt. Ich habe eine Vermutung, dass ein institutioneller Rahmen eingerichtet werden soll, also in Richtung eines institutionellen Rahmens, der diese Zusammenarbeit überwachen und weiterentwickeln. Das heißt also, wir werden es mit einer Institution zu tun haben, die offiziell dann gewisse Stellungnahmen abgeben soll. Eine Stellungnahme worüber? Darüber, wie stark sich eine neue Regelung auf den Handel auswirkt. Das wird kein Parlament der Mitgliedstaaten, Europas oder irgendeines anderen Staates daran hindern, einen Standard zu erlassen. Das ist völkerrechtlich auch ganz schwer zu konstruieren, kann man machen, aber wäre absolut untypisch und ist auch nicht zu erwarten.
Also, das bedeutet, dieser Regulierungsrat wird nicht, erstens nicht bestehende Regeln ändern können. Er wird auch nicht dem Parlament sagen können, das darfst du nicht. Das wäre nun wirklich ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Aber er wird sagen, okay, liebes Europäisches Parlament, du möchtest die europäische Chemikalienrichtlinie verschärfen. Wir weisen darauf hin, dass das einen negativen Effekt auf den transatlantischen Handel haben wird. So, jetzt sagen Sie alle, naja, wenn das nur ein Hinweis ist. Aber jeder und einige im Raum sind ja sozusagen auch mit formellen politischen Prozessen schon konfrontiert gewesen. Jeder, der mit einem solchen förmlichen politischen Prozess, sei es auf kommunaler, Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene konfrontiert ist, weiß ich nicht genau. In dem Moment, in dem ich ein offizielles Gremium habe, das mir offiziell irgendwas sagt, muss ich mich mit diesem Argument sehr viel anders, sehr viel gründlicher, sehr viel offizieller auseinandersetzen, als mit irgendeinem Brief von einem Lobbyisten. Natürlich, wenn das Europäische Parlament die Chemikalienrichtlinie verschärft, dann läuft die amerikanische Lobbymaschinerie in Brüssel Sturm. Ja, ist ja nicht so, dass die jetzt noch nicht da sind. Natürlich, ganz Brüssel ist voll von denen, von den europäischen, und Washington ist voll auch von den europäischen Lobbyorganisationen. Bloß, in dem Moment, in dem ich gewissermaßen den Lobby, ich verkürze jetzt, aber in dem ich den Lobbyisten sage, ihr kriegt ein offizielles Gremium, in dem ihr offiziell mitteilen könnt, was ihr an diesen Regelungen blöd findet, verändert sich der Gesetzgebungsprozess. Ich würde sagen, er erschwert sich. Er wird schwerer. Warum? Weil sie kein offizielles Gremium haben, das auf der anderen Seite sagt, aus Verbrauchergesichtspunkten, aus Umweltgesichtspunkten, aus Arbeitnehmerschutzgesichtspunkten ist das eine gute Regel. Das muss das Parlament schon selber begründen. Ist ja der Vertreter von allen, nur nicht von der Industrie. Die wird irgendwie extra vertreten. So, also, ich vermute, dass es in diese Richtung gehen könnte, und das ist kompliziert, aber das verändert den Gesetzgebungsprozess. Das verändert ihn möglicherweise sehr viel subtiler, als man das auf den ersten Blick erkennen kann. Insbesondere wenn es heißt Living Agreement, ja, ein Abkommen, das weiterleben soll, das eine Eigendynamik entfaltet. Ja? Ja, in einem Fernsehbeitrag ist da mal gezeigt worden, dass schon jetzt Gesetzesmaßnahmen schon danach untersucht werden, ob sie im Grunde nochmal dem zukünftigen TTIP widersprechen. Ja. Könnte das in die Richtung so ungefähr gehen, was diese regulatorische Zusammenhänge. Genau, also da würde eben so ein Gesetz würde untersucht und es würde gesagt, führt, was bedeutet das jetzt? Ja? Und natürlich, wenn es, also es, ob es nun formal dem Abkommen widerspricht, kann natürlich auch sein, wenn man sich auf Standards bereits geeinigt hat, dann widerspricht es dem Abkommen, dann ist es sogar formal völkerrechtswidrig. Ja? Und damit eigentlich dürften solche Standards auch nicht erlassen. Das kann natürlich auch sein. Also es sind zwei Sachen. Ne? Ein solches Abkommen setzt zum einen Standards selber, die ein Staat direkt verletzen kann, ja, wenn er sich an bestimmte harmonisierte Standards nicht hält. Oder wenn wir ein solches Gremium haben, das eben derartige Änderungen dann bewerten soll. Ja? Nein, man kann das ganz verschieden auslegen. Wenn man nur so allgemein die Wirtschaftskenntnisse so eingebracht werden soll, wie man das bei der Lobby-Ebene üblich ist, dann ist es ja relativ unproblematisch. Wenn man aber auf der anderen Seite sieht, dass auch in Deutschland immer mehr Gesetze schon von Lobbyisten vorgelegt werden und nur mit ganz wenigen Änderungen eingebracht werden, wenn jetzt bei der Finanzmarktregulierung in Großbritannien, die eine Broschüre rausgebracht haben, wie sie, also wie deregulieren sie das wollen, und genau das die EU-Kommission fast wirklich übernommen hat, und dann das Ganze noch festgelegt ist, dass die das ganze Recht haben, also dann kaufen wir davon, dann haben wir oberstes Verfassungsgericht, dann letzten Endes in meinen Augen. Also das, die Tendenz dazu. Ja, also wir haben, also es ist, ich würde schon mal, weil vielleicht das auch meine juristische Naivität, könnte ich es gerne nennen, ich würde es lieber Nüchternheit nennen, aber gut. Ich würde mal sagen, rechtlich wird ein solcher Regulierungsrat das Parlament nicht an irgendetwas hindern können, im Rechtssinn. Aber einen politischen Prozess, den wird es verändern. Und den muss es auch verändern, sonst bräuchten wir es ja nicht.
Ja, das finde ich an diesen ganzen Debatten immer so lustig. Dann sagen sie immer, ja, CETA, das verändert ja gar nichts. Mhm. Was denn dann, ja? Eben, ne? Da muss man natürlich dann auch noch dazu sagen, es ist ja nicht so schwarz-weiß, wie Sie es jetzt sagen, nehmen wir es oder nehmen wir es nicht. Der politische Prozess heißt ja dann, helfe ich dir da, hilfst du mir da. Genau, richtig, richtig, genau. Also das, ich habe das jetzt nur bezogen auf ein bestimmtes Gesetz natürlich, aber der politische Prozess bezieht sich auf vieles. Dann sagt man, gut, da gehen wir mal nach, dann beim nächsten Mal nicht mehr. Das, klar, da verändern sich die Dynamiken dann im Laufe des Prozesses. Ja, was haben wir denn noch? Ah, die öffentliche Daseinsvorsorge. Ja, genau. Also, die öffentliche Daseinsvorsorge ist ein großes Thema und ist leider, das muss ich auch mit den Journalisten sagen, ist leider, was Handelsabkommen angeht, sehr kompliziert. Also man kann jetzt nicht sagen, Freihandelsabkommen bedeutet Abbau der Daseinsvorsorge. Es ist ein altes Problem. Was man sagen kann, ist, wenn wir uns das Verhandlungsmandat angucken, und das ist auch so ein bisschen das, was in diesem einen Beitrag mit Gabriel dann da auch so, oder wo ich gesagt habe, also ich verstehe nicht, was er sagt, oder ich sehe es anders. Wenn Sie sich das Verhandlungsmandat anschauen, dann sind es im Grunde genommen drei Aspekte, die gewissermaßen etwas zu dieser Frage, wird nun über die Daseinsvorsorge verhandelt oder nicht sagen. Wir haben zum einen den Hinweis darauf, dass in allen Sektoren von Dienstleistungen neue Marktzugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Mit einer Ausnahme, das ist die klassische Ausnahme, die die Europäische Union seit es Filme gibt, kann man sagen, in Handelsübereinkommen immer hat, audiovisuelle Dienstleistungen, das bedeutet vor allem Rundfunk, Kino, letztlich auch der Kulturbereich. Und Bücher haben wir nicht, ne? Nein, Bücher nicht. Nee, audiovisuelle Dienstleistungen. Genau, ja, genau. Also genau. Es geht ja, Bücher sind aber auch keine Dienstleistungen. Das ist schwierig. Aber jedenfalls, Bücher sind jedenfalls unter handelspolitischen Sichtpunkten zunächst noch keine Dienstleistung. Wie das bei E-Books ist, ganz spannend. Aber jedenfalls, das ist sozusagen der Punkt. Und da sage ich immer, gut, ich bin da ganz einfach. Ja? Also alle Dienstleistungen, audiovisuelle Dienstleistungen sind ausgenommen. Mehr nicht. Umkehrschluss, öffentliche Daseinsvorsorge ist dabei. Das ist, mehr sage ich nicht, das steht im Mandat drin. Da steht auch noch drin, dass die Qualität der öffentlichen Versorgung gesichert werden soll. Das steht auch noch drin. So, was jetzt auch stimmt, das habe ich auch, ich habe ja auch ein kleines Disput mit einem Kollegen aus der Generaldirektion Handel gehabt, der gesagt hat, du erzählst den Fernsehleuten das Falsche. Ich habe nichts Falsches erzählt. Ich habe nur gesagt, das steht im Mandat drin. Und dann habe ich gesagt, die EU hat öffentlich finanzierte Daseinsvorsorgeleistungen nicht zur Liberalisierung angeboten. Das ist das Einzige, was ich sicher sagen kann. Ich kann sicher sagen, dass die Europäische Union in ihrer offiziellen, die ist, wie habe ich gesehen, da gab es auch ein Leak, in ihren Angeboten nicht gesagt hat, wir wollen die Daseinsvorsorge liberalisieren. Sondern sie haben immer gesagt, alles das, was öffentlich finanziert ist, ist von unseren Angeboten ausgenommen. Aber das kann ja nichts darüber sagen, wo wir verhandeln. Ja, also jeder, der mal eine Vertragsverhandlung gemacht hat, der weiß, der würde ja nie auf die Idee kommen, ich habe da ein Angebot gemacht von 500 Euro, über einen anderen Preis verhandle ich nicht. Das ist ja kein Angebot. Ja, sie machen ein Angebot und sagen, ich fange mit 500 Euro an, der andere sagt, ich will aber 1000. Ja, also wenn Sie das mal so einfach sehen, der eine sagt 500 Euro, der andere sagt 1000. Kann man jetzt sagen, über 750 Euro verhandeln Sie nicht? Kann man natürlich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was der andere gesagt hat. Solange ich nicht weiß, was die Amerikaner fordern, kann ich zur Frage, worüber verhandelt wird, nichts vernünftig sagen. Ich kann jedenfalls nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, öffentliche Daseinsvorsorge ist nicht vom Mandat ausgeschlossen, so wie audiovisuelle Dienstleistungen. Wenn die Kommission über audiovisuelle Dienstleistungen mit den Amerikanern spricht, handelt sie rechtswidrig. Das darf sie nicht. Ja, das tun die auch nicht. Die Amerikaner sagen es einfach, wir wollen über audiovisuelle Dienstleistungen mit euch reden, die Kommission sagt, tun wir aber nicht. Was sie bei der öffentlichen Daseinsvorsorge machen, weiß ich nicht. Ja? Ich vermute, dass das jedenfalls momentan kein zentraler Bereich der Verhandlungen ist. Weil ich habe auch immer noch so Journalisten gefragt, gibt es denn,
oder auch aus den Sektoren oder Gewerkschaftskollegen oder auch Kollegen aus den kommunalen Unternehmen. Wisst ihr denn oder wissen Sie denn von sozusagen Unternehmen, die gerne amerikanischen Unternehmen, die auf den europäischen Markt kommen wollen? Gibt es wenig. Was wir eher haben, sofort, was wir eher haben, sind andere europäische Unternehmen, die auf den deutschen Markt kommen. Das ist bekannt. Ja? Große französische Unternehmen, die auf den ÖPNV-Markt wollen, auch britische Unternehmen, die auf den Verkehrsmarkt wollen, auch französische Unternehmen, die in den Wassermarkt, auch in den Abfallmarkt einsteigen. Amerikanische, weiß ich nicht. Ja? Aber nehmen wir mal an, dass wir jetzt wirklich Stunde nicht zur Debatte, ja. Dann gibt es ja immer noch TISA. Ja. Und TISA ist das ja die Zielrichtung. TISA ist nicht nur öffentliche Werbeeinflussung. TISA ist Dienstleistungen insgesamt. Genau. Also TISA haben wir eine ganz ähnliche Situation. Da haben wir auch ein Mandat, das nicht veröffentlicht wurde, aber trotzdem einige von uns gesehen haben. Das ist ganz ähnlich strukturiert. Alle Dienstleistungen, nicht audiovisuell, öffentliche Daseinsvorsorge, bitte die Qualität wahren. Ja, also, und das ist natürlich vollkommen richtig. Deswegen ist es mit dem Handelsabkommen auch so schwierig. Bloß weil es im TTIP keine, wir sprechen von offensiven Interessen der Amerikaner gibt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht andere offensive Interessen, andere Staaten gibt, die offensive Interessen in dem Bereich haben. Wir wissen zum Beispiel, dass im Bildungsbereich klassischerweise Australien und Neuseeland sehr viel stärkere offensive Interessen haben als zum Beispiel die USA. Weil Australien und Neuseeland einen sehr dynamischen privat finanzierten Bildungsmarkt haben, der einen relativ kleinen Binnenmarkt macht. Ja? Es gibt doch die Bertelsmann-Tochterfirma Arvato, die eigentlich darauf spezialisiert ist, jetzt zum Beispiel auch in Kernverwaltungen eine Privatisierung voranzubringen. Ja. Die Würzburg. Also da sieht man ja die Ausrichtung. Ja, man muss jetzt, ja. Schön. Und dann macht auch Bergmann noch, ist noch verantwortlich für diese Infrastruktur da. Also da sind ja Interessenkonflikte da. Ja, ich glaube, die Bertelsmann wollte eher zeigen, dass TTIP gut ist. Ich glaube, Interessenkonflikt haben wir da gar nicht groß gesehen. Also wir dürfen eins nicht sozusagen vergessen. Wenn wir über Daseinsvorsorge sprechen oder über die Frage, wie Daseinsvorsorge in Zukunft oder überhaupt organisiert sein soll, die großen Privatisierung und Liberalisierungstendenzen sind nicht von Freihandelsabkommen gekommen, sondern die kamen aus Europa, ja, durch die Binnenmarktliberalisierung, durch die Öffnung der Beschaffungsmärkte, also das ganze Vergaberecht, auch das europäische Wettbewerbsrecht, das europäische Waisenrecht, und die waren auch innerstaatlich geworden. Das waren politische Entscheidungen, die getroffen wurden. Ja. Also da wäre ich immer dafür, dass man da auch ein bisschen sich nochmal an die Debatten erinnert, die man vor 5 oder 10 Jahren geführt hat und vielleicht auch die politischen Kämpfe und jetzt nicht sozusagen die damals vielleicht verlorenen Schlachten projiziert auf Debatten im Rahmen der Freihandelsabkommen. Also wo ich ziemlich sicher bin, ich bin ziemlich sicher, das kann man auch nachweisen, wenn man die europäischen Handelsfreihandelsabkommen anschaut, es ist nie eine Liberalisierung von Dienstleistungen, öffentlichen Dienstleistungen durch Freihandelsabkommen durchgeführt worden. Die Funktion von Freihandelsabkommen ist immer eine andere. Es war immer erst die Binnenmarktliberalisierung und die wurde dann auf internationaler Ebene festgeschrieben. Das können Sie zeigen, das kann man am besten bei der Postliberalisierung zeigen. Weil die Postliberalisierung auf europäischer Ebene lief relativ gleichzeitig mit der Entwicklung von mehreren Handelsabkommen. Sie finden im WTO-Abkommen nichts zur Post. Da gab es die Post-Binnenmarktliberalisierung noch nicht mit. War gerade sozusagen 1993 die erste Linie. Wenn Sie die späteren Freihandelsabkommen sich anschauen, dann finden Sie immer genau den Stand, der auf europäischer Ebene vereinbart wurde, auch in den Abkommen wieder. So, das bedeutet aber, deswegen gesagt, es ist leider kompliziert. Das bedeutet, dass der Stand, der auf europäischer Ebene an Liberalisierung erreicht wurde, so ist es. Der ist völkerrechtlich festgeschrieben. Und das ist das Problem. Ja?
Wenn wir haben das Projekt der Wasserliberalisierung am Windmarkt ist inzwischen zum zweiten Mal, je nachdem wie man das definiert, vielleicht auch schon zum dritten Mal gescheitert. Das sagt uns vieles über sozusagen Demokratie und öffentlichen Widerstand, sagt uns aber auch vieles darüber, dass es offensichtlich in Europa signifikante Interessen gibt, die Wasserliberalisierung weiter zu privatisieren, Also wir können davon ausgehen, die Debatte werden wir in 50 Jahren wieder haben. Vielleicht kommt sie von woanders. Ja? Wenn das einmal soweit ist, können Sie Gift drauf nehmen, dass im nächsten Freihandelsabkommen genau der Stand festgeschrieben wird. Und dann wird die Kommission sagen, das haben wir doch, das ist doch der europäische Standard. Und das ist übrigens auch genau, wenn Sie mit Umweltschützern reden, ja, regulatorische Kooperation, ich habe mit dem Kollegen von Foodwatch mal diskutiert, der sagt, wir haben ja jetzt eingesehen, TTIP senkt wahrscheinlich unsere Standards nicht. Aber die Standards sind ja schon schlecht. Wir wollen ja höhere Standards. Wir wollen also nicht darüber reden, dass sie nicht gesenkt werden, sondern wir wollen darüber reden, dass TTIP keine Erhöhung verhindert. Dann haben wir ein Problem. Das tun Freihandelsabkommen. Freihandelsabkommen wollen sicherstellen, dass die Staaten keine höheren Handelshemmnisse wieder einführen. Das ist die ganze Logik von Freihandelsabkommen. Huch, ist die Birne jetzt weg? Nein, okay. Gut, okay. Das ist also, Probleme, also nur nochmal, das ist alt. Das ist alt. Das Problem Daseinsvorsorge und Freihandelsabkommen ist ganz alt. Wir haben eine ganze Reihe von Bereichen, aber jetzt müssen wir nicht vertiefen, in denen es zu Konflikten kommen kann. Ja, insbesondere Marktöffnung bedeutet Abschaffung öffentlicher Monopole. Wenn Sie komplett liberalisieren, Sie erinnern sich an unsere Studien, vollständiges Liberalisierungsszenario bedeutet Abbau aller öffentlichen Monopole. Ja, Sie können je nach Regelungstechnik davon Ausnahmen machen oder Sie müssen es nicht abbauen, aber jedenfalls das ist die Logik, die dahinter steckt. Das gleiche im öffentlichen Beschaffungswesen, da ist es noch etwas komplizierter, da geht es auch um Dienstleistungskonzessionen, will ich hier vielleicht nicht vertiefen. Dann sagt die Europäische Kommission, aber immer, wir haben doch unsere Ausnahme. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben, unsere Public Utilities Klausel. Ja, also, ich bin katholisch, ich kenne das noch so in von Leichnamsprozessionen mit der Monstranz. Ja, also die wurde vorweggetragen und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist die Public Utilities Klausel. Das ist so die Monstranz der Kommission, wird da vorweggetragen. Wenn man genau hinschaut, die ist leer. Die ist leer. Ja, kein Mensch weiß, was das bedeutet, Public Utilities. Oder, also viele Menschen glauben es zu wissen, aber klar ist es nicht. Das ist das zentrale Problem. Es gibt kein Modell. Die Kommission sagt immer, es ist ausgeschlossen, ist geschützt, machen wir nicht. Es gibt kein klares Modell dafür. Wenn Sie mit den Leuten reden, stehen die auch zu. Das ist so kompliziert. Warum ist das kompliziert? Das ist deswegen kompliziert, weil Daseinsvorsorge etwas ist, wo wir ja selber gar nicht wissen, was es bedeutet. Und warum nicht? Weil es Daseinsvorsorge immer davon abhängt, was in einem konkreten räumlichen Kontext zu einem konkreten historischen Zeitpunkt eine Gemeinschaft für sich als Daseinsvorsorge definiert. Wenn Sie die Geschichte der öffentlichen Dienstleistungen sich anschauen, ist das sozusagen das Grundprinzip. Ich sage meinen Studenten immer, in England, man denkt ja immer, in England, Daseinsvorsorge gibt es gar nicht. Großer Quatsch. Ja? Das stimmt nicht. Genau dieses Prinzip gab es im alten englischen Recht, das betraf Fährleute und Gastwirte. Public Innkeepers, Public Ferrymen. Warum? Weil das Dienstleistungen waren, auf die die Gesellschaft, im Mittelalter waren, zwingend angewiesen war. Die wurden besonders reguliert. Im 20. Jahrhundert haben wir gesagt, Strom, Telekommunikation und was auch immer. Das soll besonders reguliert werden. Beim Telefon haben wir uns inzwischen daran gewöhnt, dass das alles privatisiert ist. Jetzt geht es immer weiter. Jetzt werden andere Dinge diskutiert. Internetzugang zu allen Schulen. Ja? Oder Hochgeschwindigkeitsinternet. Was ist öffentliche Daseinsvorsorge? Das ändert sich. Das ändert sich und das ist das Problem mit Handelsabkommen. Handelsabkommen schreiben Dinge fest. Und deswegen gibt es da auch keine Lösung. Deswegen ist es leider wirklich so kompliziert und das ist immer so schade. Man kann den Journalisten nicht sagen, TTIP führt dazu, dass das Wasser liberalisiert wird.
Das stimmt nicht. Was man sagen kann ist, Abwasser ist längst überwiegend auch geöffnet durch internationale Handelsabkommen, schon durch das WTO-Abkommen. Trinkwasserversorgung nicht. Wird wahrscheinlich auch nicht, ziemlich sicher nicht durch TTIP kommen. Ja? Ist aber durch die Kommission, ja, die es in Spanien und in Portugal und in Griechenland ist es ja verlangt worden, dass der thematisiert wird, ja, die Wasserversorgung. Das sind wir ja schon auf den Schritt. Ja. Jetzt haben wir den Schritt da in ein paar europäischen Ländern. Wenn wir jetzt mit TTIP sagen und den Standard nehmen, dann kann man den auf uns irgendwann auch übertragen. Ja, wobei, also da, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube eher, es muss zu einem gemeinsamen europäischen Standard kommen, bevor der festgeschrieben wird. Aber Sie haben natürlich recht. Es gibt erstens natürlich diese Entwicklung, die Sie beschreiben, es gibt auch viele europäische Staaten, die von sich aus das liberalisieren und öffnen. Ich würde auch nicht darauf wetten, dass wir in 10 Jahren noch die öffentliche Wasserversorgung haben, die wir in Deutschland heute haben. Würde ich nicht wetten, ja. Aber skandalös ist es ja, dass es nicht mehr... Genau, das ist zentral Problem. Das ist der Punkt. Und das ist auch genau... Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Was ist skandalös? Dass man es nicht mehr zurückgängig machen kann, ja. Das ist genau der Punkt. Das ist die Funktion von Handelsabkommen. Deswegen ist es auch eine einfache politische Frage. Aber man könnte doch auch den Gesundheitsstandard da festschreiben, wenn dann die Privats dann das entsprechend handeln, müssen sie diese und jene Gesundheitsstandards einhalten. Ja. Das wäre zum Beispiel Wasserversorgung in London. Ja. Aber dann weiß man, die Hälfte erreicht diese Standards nicht mehr. Das heißt, dann müssten die rekommunalisiert werden. Ja, also natürlich, Sie können in einem internationalen Abkommen, können Sie auch Standards festlegen, die alle einhalten müssen. Klar. Das ist bislang nicht das, was wir im Freihandelsabkommen finden. Im Freihandelsabkommen finden wir also Regeln, dass ein Staat nicht mehr regulieren darf. Ja? So, das, man kann das natürlich machen. Man kann in ein Abkommen reinschreiben, das und das müssen alle mindestens erreichen. Ja? Das ist eine politische Frage, ja. Ja. Aber die oberen Sozialdemokraten, die reden ja dann immer das Freihandelsabkommen, weil sie ja hier diese besseren Standards beispielsweise für die amerikanischen Arbeitnehmer durchsetzen wollen, behaupten sie. Ja. Und die amerikanischen Gewerkschaften angeblich das so dringend wollen. Also, was Sie vorher uns gesagt haben, also wäre das ja wohl nicht möglich. Also, das Festlegen von nationalen Arbeitsstandards, also wenn ein amerikanisches Unternehmen hier tätig ist und amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzt, dass dann das deutsche Recht sagen kann, auf diese Verträge ist deutsches Recht anwendbar, vollkommen umstritten. Da brauchen wir kein TTIP für. Die behaupten ja, das deutsche gute Arbeitsrecht könnte man dann noch exportieren. Dann nach USA, ja, exportieren. Genau, das finde ich eine interessante Argumentationskette oder eine interessante Argumentation, die mit Verlaub bar jeder Realität ist. Ja, die Amerikaner werden uns eins husten, wenn wir ihnen sagen, wir wollen unsere europäischen Arbeitsstandards. Ja, die Amerikaner haben 2 der 6, ja, der 8 Kern-ILO-Konventionen gar nicht ratifiziert. Also da prallen auch letztlich Welten aufeinander. Und das meinte ich mit eben so politische Frage, das, ja, wird über TTIP auch nicht geregelt. Ja, das verhandelt auch ernsthaft keiner. Ja, da würde die Kommission sich auch weigern. Was jetzt, aber wie spät ist eigentlich? Sie müssen sagen, wenn ich aufhören soll. Kurz vor 9 ist es. Investitionsschutz. Ja, okay. Wir machen noch Investitionsschutz. Ich bin ja ein bisschen schneller. Das ist meine neueste Errungenschaft. Das Schlimmste an diesem Freihandelsabkommen sind die Schiedsgerichte. Um die Schiedsgerichte soll es jetzt gehen. Ganz kurz, was ist Investitionsschutz? Investitionsschutz ist im Grunde genommen ein völkerrechtliches Prinzip, das da sagt, wenn ein ausländisches Unternehmen in meinem Land investiert, dann verpflichte ich mich, es nicht zu enteignen, oder wenn ich es enteigne, dann entschädige ich es und ich verpflichte mich auch, das nicht zu diskriminieren, fair zu behandeln. Erstmal eine einfache Regelung. Das sind diese Standards. Bislang werden die in bilateralen Investitionsschutzabkommen geregelt. Es gibt inzwischen davon fast 3000. Deutschland ist Weltmeister. Deutschland hat die erfunden.
Ja, ja, Deutschland, ich sage mal, wer hat es erfunden? Und dann sagen Sie, Studenten über die Schweiz. Nein, Deutschland. Deutschland hat das erste Investitionsschutzabkommen 1959 mit Pakistan abgeschlossen. So, und jetzt sind wir wieder beim Bundeswirtschaftsministerium. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das erfunden. Die betreiben das seit 50 Jahren. Die waren stolz drauf, stolz wie Bolle, bis vor ein paar Jahren. Und plötzlich schimpfen alle und sogar der eigene Minister. Die verstehen die Welt nicht mehr. Ja? So, seit dem Vertrag von Lissabon, das ist bedeutsam, seit dem Vertrag von Lissabon ist die EU zuständig, jedenfalls teilweise dafür. Und das führt jetzt dazu, dass wir eben das hier auch auf europäischer Ebene verhandeln. Wichtig ist nur, das habe ich damals als Beispiel hingeschrieben, wichtig ist, das richtet sich gegen staatliche Maßnahmen. Ich bin von der Gewerkschaftsseite immer gefragt werden, wie es eigentlich mit den Tarifverträgen, die sind da nicht von betroffen. Wichtig sind jetzt diese Investorstaatsschiedsverfahren, also die Schiedsgerichte. Ja, was ist das? Das ist etwas, was wir seit den 90er Jahren in diesen Schiedsabkommen finden. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es Deutschland auch erfunden hat. Aber jedenfalls hat Deutschland sehr bald eben auch diese Schiedsregeln in seine Abkommen reingeschrieben. Die größte praktische Erfahrung, die wir mit diesen Schiedsgerichten machen, ist das NAFTA-Abkommen. Seit 1993 gibt es das. Reden Sie mal mit Kanadiern über Staat-Investor-Schiedsverfahren und sagen Sie denen mal, wie schrecklich das ist, dann sagen die Ihnen, das wissen wir seit 20 Jahren. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein Recht eines ausländischen Unternehmens, vor ein privates Schiedsgericht zu ziehen, privates, ad hoc, das heißt für jeden Rechtsstreit, gesondert gebildetes Schiedsgericht zu ziehen und vereinfacht den Staat zu verklagen. Wie setzen Sie sich zusammen? Drei Schiedsrichter, eins benannt vom Unternehmen, eins benannt vom Staat und meistens ein sogenannter neutraler Vorsitzender. Das sind typischerweise Anwälte aus spezialisierten Wirtschaftskanzleien. Es gibt unterschiedliche Studien. Ich würde mal sagen, 80% der Verfahren werden von ungefähr 20 bis 30 Menschen weltweit durchgeführt. Ja, kann man ordentlich viel Geld verdienen. Das Problem ist, dass der innerstaatliche Rechtsweg dann nicht mehr beschritten wird, muss nicht beschritten werden, kann auch, wir kommen gleich noch zu sprechen. Die Rechtsfolge ist eine Entschädigung. Also der Staat muss entschädigen. Er muss nicht die Maßnahme zurücknehmen, er muss entschädigen. Wir sprechen gleich kurz über zwei Beispiele, die Sie bestimmt alle kennen. Können wir die nächste Folie kurz sehen? Das ist sozusagen das Bild, das immer die Dynamik deutlich macht. Also erfunden wurde es tatsächlich Ende der 80er Jahre und die Verfahren steigen exponentiell an seit ungefähr Mitte der 2000er. Das sind nur die bekannten Verfahren. Viele der Verfahren sind nicht bekannt, weil sie nicht publik gemacht werden. Also ich würde mal grob schätzen, da muss man mal 30% draufhauen. Dunkelziffer von 30%. So. Bei vielen ist es gar nicht zu Verfahren gekommen. Bei vielen ist es auch nicht zu Verfahren gekommen, kommen wir auch noch gleich dazu. Genau. Jetzt diese Dynamik, das sind die bilateralen Abkommen zwischen ganz vielen unterschiedlichen Staaten. Typischerweise Klagen von Unternehmen aus sogenannten kapitalexportierenden Staaten, OECD-Staaten der ersten Welt, in Staaten der dritten Welt. Also wenn Sie mit deutschen Unternehmen sprechen, Siemens, Fraport, alle möglichen, die haben alle wunderbar damit gelebt, dass sie Argentinien, die Philippinen, Ägypten, was auch immer verklagt. Jetzt kommt natürlich die USA und Europa. Die zwei größten Wirtschaftsblöcke der Welt, die für Umwelt steht, und die hat gesagt, oh, wir wollen das aber doch. Ja? So. Und dann hat Vattenfall gesagt, Moment, das finden wir aber blöd. Und sie klagen erstmal vor dem Verwaltungsgericht. Worauf klagen sie vor dem Verwaltungsgericht? Auf Aufhebung dieser Auflagen. Ohne Aufnahme. Gleichzeitig klagen sie aber auch vom Schiedsgericht. Worauf klagen sie? Schadensersatz 1,4 Milliarden. Ja, freie Hansestadt Hamburg ist nicht ganz arm, aber immerhin, das ist eine ordentliche Summe. Ja, was passiert? Sie einigen sich. Durch einen Vergleich. So, und der Vergleich war nicht bekannt. Der war nicht bekannt. Habe ich an das Bundeswirtschaftsministerium geschrieben, auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes, ich hätte den Vergleich gern. Das hat die irritiert. Habe ich das auch nach Hamburg geschickt.
Und die Augen irritiert. Die hat es nicht so sehr irritiert, weil die fanden das eigentlich blöd. Die hätten das, glaube ich, sowieso schon lieber rausgegeben. Das Wirtschaftsministerium schickt mir dann zurück, sie können das nicht rausgeben, sie haben nur eine Kopie. Sie haben nicht das Original. Und ich denke, ich will auch gar nicht das Original, ich will eine Kopie. Das fand ich eine tolle Argumentation. Das war wirklich super. Sie haben nur eine Kopie, ja, das Original ist in Hamburg. Ja, die Auflagen wurden gelockert. Ja, also Hamburg hat offensichtlich kein Geld gezahlt, jedenfalls nicht im Rahmen eines offiziellen Vergleichs. Aber die Aufgabe, Vattenfall hat also das bekommen, was es haben wollte. So, jetzt passiert natürlich der größere Unglück für Vattenfall, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Ja, das haben sie sich gedacht, Mensch, das hat doch geklappt, das machen wir nochmal. Genau das gleiche machen sie nochmal. Sie klagen vor dem Verfassungsgericht mit anderen deutschen Energieunternehmen. Was macht das Verfassungsgericht? Das Verfassungsgericht macht allenfalls, dass es sagt, okay, das Atomausstiegsgesetz ist verfassungswidrig, wird aufgehoben. Das könnte passieren. Wissen wir nicht. Das Schiedsgericht, da klagen sie auf, inzwischen wissen wir es offiziell, 4,7 Milliarden. Schon wieder Milliarden mehr. Ja, das ist die also früher geisterte durch die Presse 3,9. Ja. Ja, das ist die offizielle Zahl. Seit 3 oder 4 Wochen. In einem offiziellen Spiegel-Interview haben sie das gesagt. 4,7 Milliarden. Spiegel oder Hansa, keine Ahnung. Also ist ziemlich sicher. Das ist doch super. So, und also um ehrlich zu sein, wenn, ich kann es mir nicht vorstellen, aber angenommen, ich wäre Anwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei, würde ich sagen, perfekt. Perfekt, das mache ich jetzt immer. Ich klage vor dem nationalen Gericht. Und wenn ich Glück habe, heben die den Verwaltungsamt auf oder die Maßnahmen, das Gesetz oder was auch immer. Und wenn ich kein Glück habe, dann nicht. Dann kriege ich vielleicht Geld. Die Anwälte kriegen natürlich auch Geld. Klar, ne? Sehr komisch, ich muss ja auch Geld haben. Die arbeiten auch. So, das Entscheidende ist, wir haben es ja auch in Europa und in den USA mit Rechtskulturen zu tun, die zwar unterschiedlich, aber natürlich auch sehr streitaffin sind. Ja? Also juristisch streitaffin. In anderen Rechtsordnungen ist es vielleicht teilweise anders. Also sag mal, also bevor ich jetzt vielleicht den philippinischen Staat verklage und damit mein Gesicht verliere und da nie wieder investieren kann, das überlege ich mir dreimal. Ja, in den deutschen Staat verklagen, Ehrensache, ne? Dass man sich da verteidigt. Ja? Bundeswirtschaftsministerium hat eine neue Abteilung gegründet, um sich gegen diese Klage zu verteidigen. Eine Abteilung. Ein Referat. Also 3 oder 4 Leute aus dem Wirtschaftsministerium, alle wahrscheinlich Regierungsrat aufwärts, arbeiten dagegen. Und die für Staatssekretäre? Die werden nur informiert, wenn es was Neues gibt, glaube ich, ja? Auf welche Rechtsgrundlage kommt ihr denn warten? Ah, tolle Frage. Ja, weiß es jemand? Der Energiecharta-Vertrag. Ja. So, das ist jetzt wieder eine tolle Geschichte. Der Energiecharta-Vertrag, den hat der holländische Ministerpräsident Ruud Lubbers in den frühen 1990ern erfunden, weil man gesagt hat, Mensch, die ganze Energie, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, dann müssen wir sichern, dass das Gas weiterkommt und wenn wir da investieren, wollen wir irgendwie sozusagen auch Schutz haben. Ja? Der Energiecharta-Vertrag ist ein Vertrag, ein mehrseitiger Vertrag, zwischen fast allen europäischen Staaten und fast allen zentralasiatischen Staaten im Bereich Energie. Schweden ist Vertragspartei. Deutschland ist Vertragspartei. Als man das ratifiziert, hat kein Mensch daran gedacht, dass eines Tages ein schwedischer Staatskonzern, 100%iges Eigentum der schwedischen Krone, Deutschland verklagen wird. So, und die Geschichte wiederholt sich, das ist das Lustige. Die Geschichte wiederholt sich. Das haben die Vertragsparteien des NAFTA-Abkommens sich auch anders überlegt. Warum hat man NAFTA gebraucht? Wegen den Mexikanern. Die Mexikaner, die enteignen uns, haben die Amerikaner gesagt. Denen können wir nicht über den Weg trauen. Und deswegen haben sie zu den Kanadiern gesagt, wir brauchen Investitionsschutz, wenn wir NAFTA machen mit den Mexikanern. Wer wurde verklagt? Kanada. So, also nur mal um. In den Debatten wird ja jetzt immer über den Investitionsschutz und wir brauchen den, damit die ausländischen Unternehmen investieren und so weiter. Fragen Sie mal ein amerikanisches Unternehmen, das hier investiert. Oder fragen Sie mal Siemens, ja? Fragen Sie mal Siemens, ob die mit einem Investitionsschutzabkommen endlich in den USA investieren werden. Die investieren ja längst da, ja? Also,
Ich frage mich wirklich, brauchen wir das da? Eigentlich ist doch nur Möglichkeit, die Stadt kaputt zu machen. Also ja, kaputt geht ja nicht, wenn alles toll war. Das wird alles, ja, für Juristen ist viel Arbeit, ne? Aber ja, ja, genau. Mehr Einnahmen, bitte was? Die 500 Euro Lohnsteigerungen müssen dann als Steuern wieder bezahlen. Ja, oder so, genau. Es gibt ja da auch diese Broschüre, Hilfe, ich werde es. Hilfe, ja, 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 genau. Die, ja. Und die gibt es ja aufgrund eines Bundestagsbeschlusses finanziert von der Bundesrepublik Deutschland, ja. Und der Verfasser ist diese Luther-Anwaltskanzlei. Ja, genau. Und bei uns im Landkreis Roth haben ja sämtliche Bürgermeister und auch der Landrat alle drei Abkommen abgelehnt. Und da war das sehr hilfreich. Da steht nämlich auf Seite 12, ferner ist der Staat völkerrechtlich für das Handeln von Teilstaaten, Ländern und Gemeinden verantwortlich. Ja. Die innerstaatliche Macht- und Kompetenzverteilung ist unerheblich. Somit kann auch das Handeln eines Bürgermeisters zu Schadensersatzansprüchen gegen den Staat als Ganzes führen. Ja. Das heißt, es geht sogar bis runter auf die Gemeindeebene, ja. Dass die sich überlegen müssen, ja. Wenn ich zum Beispiel Glyphosat auf öffentlichen Flächen verbiete, so wie es in Schwabach passiert ist, dann kann es passieren, dass die eine Klageanhörung von der Staat bekommen. Ja. Das war sehr überzeugend. Das kann passieren. Was jetzt, wenn ich sozusagen das ergänzen darf, jetzt könnte ja der Bürgermeister von Roth sagen, das ist ja fein, ich verbiete das und die Bundesrepublik Deutschland muss zahlen. Ja, und jetzt wird was, das ist ganz neu. Das hatten wir bislang nicht. Wir haben aber auf europäischer Ebene inzwischen eine Verordnung, die sagt, wer muss eigentlich zahlen, wenn sozusagen ein europäisches Gesetz den Investor enteignet. Es ist eine Verteilungsregel zwischen der EU und den Mitgliedstaaten. Und ich wette mit Ihnen, wenn wir TTIP mit Investitionsschutz kriegen, bekommen wir diese Debatte auch innerstaatlich. Erst zwischen Bund und Ländern. Ja, ist ja klar. Wenn ich die Bundesrepublik Deutschland wäre, würde ich sagen, warum soll ich 1,4 Milliarden bezahlen, nur weil die Hamburger sich nicht an ihre Absprachen halten? Das hole ich mir von denen doch wieder. So, das wird kommen. Und das kann man dann, ob es dann irgendwann auf die kommunale Ebene, vielleicht wird es so offiziell nicht, aber dann wird man sagen, naja, also ihr habt uns auch schon was gekostet, also bevor der nächste kommunale Finanzausgleich kommt, da reden wir nochmal, ja? Die Frage ist dann jetzt auch, Investitionsschutz hängt ja nur mit den Schiedsgerichten zusammen, mit den privaten Schiedsgerichten, sage ich mal, oder haben wir nicht auch Investitionsschutz, wenn das im öffentlichen Rechtsrahmen haben? Ja, also das ist die Grundfrage. Ich würde immer sagen, kein Mensch möchte amerikanische Unternehmen willkürlich behandeln. Also niemand möchte amerikanische Unternehmen entschädigungslos enteignen. Das passiert auch nicht. Die ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. Wir haben doch alles. Wir haben Gerichte. Wir haben Investitionsschutz. Wir nennen es nur nicht so. Wir nennen es halt Rechtsstaat. So, also, wenn man jetzt sagt, das reicht uns nicht. Wir wollen was auf völkerrechtlicher Ebene. Wir wollen was außerhalb der Stadt. Kann man auch über alle, gibt es neue Modelle. Einige schlagen vor, machen wir einen Gerichtshof, einen offiziellen Gerichtshof. Andere sagen, wir wollen das nur in zwischenstaatlichen Verfahren machen. Man kann auch an diesen Instrumenten insgesamt viele Reformen durchführen. Die Grundfrage muss aber, aus meiner Sicht muss die Grundfrage sein, brauche ich einen über den nationalen innerstaatlichen Rechtsschutz hinausgehendes Instrument, das nur ausländische Unternehmen zur Verfügung steht? RWE kann das nicht machen. Ja, Ausländerprivilegierung. Ja, natürlich, wie gesagt, Inländerdiskriminierung. Das ist das Gleiche. Vielleicht war das auch die Frage von der Dame vorne. Wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht theoretisch, also da muss jetzt jemand erstmal hin, ja, und das vortragen, aber könnte das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung eines solchen Schiedsgerichtes aufheben? Nein. Das sind zwei unterschiedliche Rechtskreise. Naja, wieso denn? Wenn ich sage, der Vertrag war an sich schon in diesem Punkt nicht gültig, also ist auch dass die Entscheidung dieses Gerichts nicht gültig, weil es da nicht korrekt. Aber warum soll der Vertrag nicht gültig sein? Der Vertrag, weil er diskriminiert ist. Naja,
Ja. Ach so, ja, gut. Wir theoretisch abschließen. Nein, nein, das ist gut, genau. Darauf ist eigentlich stark eingehen. Wenn jetzt Verträge von Staaten Verträge schließen und die sind in Teilen zumindest entsprechend der eigenen Verfassung. Richtig, ja, genau. Da tut nur niemand was, aber dann kommt ein konkreter Fall und dann unternimmt jemand etwas. Kann nicht das Bundesverfassungsgericht als Schutzinstanz sagen, okay, das ist nicht okay. Ja, also doch, natürlich, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag, das TTIP, was auch immer Sie haben, gegen die Verfassung verstößt, dann kann das, wird das Bundesverfassungsgericht auch sagen, das geht nicht. Hat es ja auch immer mal wieder getan. Also das ist ein bisschen rechtstechnisch komplizierter, aber in der Sache überprüft das kann das Bundesverfassungsgericht natürlich auch völkerrechtliche Verträge auf ihre Verfassungskonformität überprüfen. Und jetzt sagen Sie Diskriminierung, und da sagt das Bundesverfassungsgericht schon seit vielen, vielen Jahren, wenn wir Ausländer privilegieren auf der Grundlage von völkerrechtlichen Verträgen, ist es kein Verfassungsverstoß. Das kann man kritisieren, das kann anders sehen, das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ja, also wie gesagt, man kann das anders sehen, aber das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da muss man vielleicht anders argumentieren vor dem Gericht. Es geht ja nicht nur um ökonomische Faktoren. Ja, also ich bin da deswegen etwas zurückhaltend, weil es gibt ja jetzt Sie kennen das in der politischen Debatte vielleicht auch, viele, die sagen, gegen TTIP muss man Verfassungsbeschwerde erheben. Ich sage es Ihnen ganz offen und ehrlich, ich halte davon nichts. Ich bin nicht der Auffassung, dass dieses Abkommen an irgendeiner Stelle verfassungswidrig wäre. Ich glaube auch, dass diese Debatte uns in die Irre führt. Es ist eine politische Debatte. Will man das oder will man das nicht? Möchte man Grundsätze des Freihandels völkerrechtlich festlegen oder möchte man das politisch nicht? Wenn der politisch, da bin ich auch echt überzeugt davon, wenn die Mehrheit im Bundestag das für richtig hält, dann ist das nicht verfassungswidrig. Der EuGH sowieso in der Vorhand. Der EuGH entscheidet, ob das sozusagen gegen Europarecht verstößt. Ja? Das entscheidet der EuGH auch. Aber auch da, das ist. Ich glaube da nicht dran. Das würde ja auch, wenn das richtig wäre, würde es ja auch bedeuten, dass wir 131 verfassungswidrige Verträge abgeschlossen haben. Es geht doch darum, dass, wenn politisch nicht genug getan wird, das ist ja so, dass wir in der Situation sind, in der andere Institutionen oder Bewegungen entstehen müssen, dass solche Dinge überhaupt nicht passieren. Ja. Wenn man sich zum Beispiel nicht aufs Parlament verlassen kann. Ja. Deswegen spreche ich das Bundesverfassungsgericht an, weil es vielleicht die letzte Stelle ist, die noch etwas aufhalten kann. Ich gebe Ihnen grundsätzlich recht. Nein, nein, also das ist eine allgemeine Debatte. Ne? Also, wie man dazu steht, da kann man lange darüber diskutieren. Ich kann Ihnen nur an dieser Stelle meine persönliche Meinung sagen. Ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sozusagen die letzte Instanz dafür sein sollte, was politisch richtig oder falsch ist, sondern es soll darüber entscheiden, ob unsere Verfassung verletzt ist oder nicht. Und ich bin auch an vielen Stellen, bin ich tatsächlich der Meinung, dass das Bundesverfassungsgericht sich besser zurückgehalten hätte. Ja. Das ist auch eine allgemeine Frage, aber wie erklären Sie sich, dass unsere Parlamentarier, also ich spreche jetzt bewusst auch von den Regierungskoalitionen und unserer Europaabgeordneten, dass die nicht Sturm laufen, wenn sie dermaßen entmündigt werden, allein was Sie in der ersten Zeit in Sachen Intransparenz dargelegt haben, die werden doch eigentlich ausgehebelt, die werden doch überhaupt nicht mehr ernst genommen und sie kuschen. Ja, ein Zynismus. Ja, also ich, Sie fragen, wie erkläre ich das? Also, wenn ich mir das anschaue, was zurzeit passiert, dann würde ich schon sagen, im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit an parlamentarischem Interesse zu diesen Abkommen gesehen haben, da laufen die Abgeordneten jetzt schon Sturm. Also, Sie fangen an, ne? Sie fangen jetzt an, SPD-Abgeordnete. Also, das ist natürlich jetzt nichts über das Sturmlaufen der SPD an sich sagen. Aber, ja, also wir haben da schon, will ich jetzt nochmal eine Lanze für die Parlamentarier brechen. Also, das ist schon eine Entwicklung, die ist bemerkenswert. Also, wir hatten vor 3 oder 4 Wochen eine politische Debatte im Bundestag mit dem Minister und dem Fraktionsvorsitzenden einer der Oppositionsparteien, die sich über Investitionsschutz in einem laufenden Abkommen politisch ausgetauscht haben. Das gab es noch nie. Das sagt Ihnen jetzt viel darüber, wie viel Demokratie wir vorher hatten. Ja, ganz klar.
ohne Frage. Aber wir sind schon, also was das angeht, hat TTIP, die Politisierung von TTIP, die Politisierung durch TTIP, hat durchaus zu einer Veränderung beigetragen. Warum machen die Politiker das? Naja, warum? Weil sie aus der Bevölkerung von Menschen wie Sie und von Ihnen und mir oder von den Landkreisen, von den Bürgern des Landkreises Rot oder von wem auch immer, natürlich merken, da brodelt es. Und die wollen wieder gewählt werden. Ja gut, das ist ja der Witz der Demokratie. Ne? Ja. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich den Überblick. Also Sie vielleicht, dann Sie und dann Sie. Ja? Zwei Punkte oder zwei Fragen habe ich dazu. Hier wurde immer parallel zu den Schiedsgerichten auch vor einem normalen Gericht. Ja. Das muss aber doch gar nicht sein. Nee, das muss nicht sein. Das war außen vor. Nein. Genau. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn es um solche Größenordnungen geht, wird da nicht das Haushaltsrecht des Parlaments beeinträchtigt und wäre es damit nicht zwangsläufig verfassungsrechtlich? Das ist, ja, also das ist eine interessante, verfassungsrechtlich auch noch offene Frage, inwieweit das hier möglicherweise beeinträchtigt wird. Wenn Sie sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum europäischen Rettungsschirm anschauen, da würde ich auf das Haushaltsrecht des Parlaments inzwischen nichts mehr setzen. Also die Entscheidung ist nicht so, das Parlament kann sein Haushaltsrecht selber aufgeben. Wie man das politisch sieht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls das, also das ist sehr weit gezogen worden. Da ist das Parlament, dort ist es aber EU. Deswegen ist ja die EU, da macht es ja nicht das Parlament. Doch, das Parlament stimmt ihm dazu. Der Energiekartervertrag, dem hat der Deutsche Bundestag zugestimmt. Ja. Jetzt waren Sie und dann Sie, ja? Frage nach der Zustimmungspflichtigkeit. Ja. Ist dieses Abkommen durchs nationale Parlament zustimmungspflichtig? Ja, also ich meine ja, aufgrund des Investitionsschutzes, des Investitionsgrenzmittels müssen die nationalen Parlamente zustimmen, ist zustimmungspflichtig und bei uns sogar aller Voraussicht nach auch durch den Bundesrat. Ja, also bislang sind alle die jüngsten Freihandelsabkommen, die gemischte Abkommen waren, sind alle auch vom Bundesrat, hat der Bundesrat zugestimmt. Okay. Ja? Was ich erschreckend finde, weil wir führen ganz viele Gespräche, dass ein enormes Wissensdefizit nicht da ist. Wir waren kürzlich bei einem stellvertretenden oder beim zweiten Vorsitzenden des Städtetags in einem großen Bundesland und der wusste nichts, gar nichts. Also diese ganzen Klauseln kannte er nicht. Und also die Frage, die ich mir stelle, wie können wir informieren, weil wenn die immer sagen, die roten Linien werden nicht überschritten, wenn ich die Klauseln kenne, dann weiß ich, dass diese Versprechen ja gar nicht zu halten sind. Also dieses Nichtwissen ist ein Riesenproblem. Auch kürzlich mit dem Bauernverband, wenn wir da diskutieren und nachfragen, die haben keine Ahnung, was da drin steht. Und dann sage ich, stelle mir die Frage, ist es nicht so schwer, das Wesentliche eigentlich zu transportieren? Wie können wir die erreichen? Also was für Möglichkeiten gibt, die Inhalte noch besser zu vermitteln. Also da könnte man wirklich verzweifeln. Ja, also es ist, das aber aus meiner Sicht, aber das, ich kann da nur zu sagen, es ist eine sehr komplexe Materie. Ja? Und es fehlt, das hat man ja inzwischen auch festgestellt, irgendwann kam jemand in den Medien auf die Chlorhühnchen, bis man hinterher sagte, die Chlorhühnchen werden wahrscheinlich gar nicht das Problem sein. Also, aber natürlich, also die Themen, gut, ich bin auch nur Wissenschaftler und nur Hochschullehrer, ich kann nichts anderes machen, als in Veranstaltungen wie diese kommen und mich, ich kann beraten und ich kann erklären und versuchen, aber ich glaube, es ist eine Aufgabe, also wenn Sie mich jetzt mal fragen, als Bürger, es ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die alle haben, die Parteien haben, die gewählte Vertreter haben, die Verbände haben, ja, genau, das ist genau der Punkt, deswegen bin ich auch so dankbar. Jetzt vielleicht noch zwei Fragen und dann ich versuche das dann zu beenden. Ja? Ja. Also mit der Verfassungswidrigkeit. Ja. Es wurde ja vorher gesagt, dass die Parlamentarier entmündigt werden. Ja. Ja, und mit diesem regulatorischen Rat, wenn es entsprechend scharf ist und Abkommen und so weiter, dann also wird schon sehr viel von der Gestaltungsfreiheit des genommen. Und was Professor Schill gemacht hat und gesagt hat, es sei nicht der Fall bei CETA, der hat ja bloß der vordere Teil genommen und die eigentlichen hinteren Regeln nicht. Wenn es also so ist, dass die Parlamentarier entmündigt werden, ja, dann wähle ich bei meinen Wahlen Leute, die nichts zu sagen haben. Das heißt, die Macht geht eben nicht mehr vom Volk aus,
Und damit ist es in meinen Augen vom Demokratiestandpunkt verfassungswidrig. Der zweite Punkt ist, wenn es ein zweites juristisches System gibt, dann ist der Rechtsstaat damit ausgehöhlt. Und wenn dieses Abkommen bis auf über die Länder, bis auf Gemeindeebene hinuntergreift, dann ist das Subsidiaritätsprinzip, also sagen wir zumindest ausgehöhlt. Das heißt, in mehrerer Hinsicht sind die Verfassungsgrundsätze verletzt. Und damit ist es in meinen Augen verfassungswidrig. Vielleicht noch ein letzter Punkt, die EU hat ja eigentlich nur das Recht übertragen bekommen, die Außenbeziehungen im Handelsbereich zu machen. Wenn das gerade bei CETA das komprehensiv erweitertes, umfassendes Abkommen ist, dann maßen sie sich Rechte an, die ihnen überhaupt nicht übertragen worden sind. Insofern ist es Usurpation von Rechten und insofern schon, was sie da tun, eigentlich rechtswidrig. Also das Letzte würde ich ein Stück weit anders sehen. Die Staaten haben bewusst der EU die Handelskompetenzen übertragen und haben in allen Vertragsreformen seit Maastricht diese Kompetenz immer erweitert. Immer erweitert. Da stand ursprünglich nur drin Zoll- und Handelsfragen. Dann hat man reingeschrieben, übrigens auch Dienstleistungen und geistiges Eigentum. Dann hat man das erweitert und hat gesagt, das gilt ganz umfassend. Dann hat man sogar gesagt, das gilt auch alles nur noch unter der qualifizierten Mehrheit, nicht mehr Einstimmigkeit. Und dann hat man Lissabon auch noch Investitionen reingeschrieben. Also wenn die Staaten diese Kompetenz zurückhaben wollen, dann müssen sie sich anders verhalten. Ja? Also man kann sich über Details im Einzelnen immer streiten. Man kann sagen, ist das noch Handel, wenn es um regulatorische Kooperation geht. Darüber kann man sich streiten. Das ist auch aus meiner Sicht eine interessante Frage. Aber zu sagen, da findet eine Usurpation statt, das, da hätte ich Schwierigkeiten, weil die Staaten wollen das. Die Staaten geben diese Kompetenz ab. Und zur Verfassungswidrigkeit? Zur Verfassungswidrigkeit. Also nochmal, letztlich, was ist Demokratie? Das ist ja eine große Frage. Die nächste Frage ist, welcher Standard von Demokratie ist in der Verfassung niedergelegt? Und das ist jetzt vielleicht ist es auch letztlich irgendwann eine verfassungsrechtspolitische Frage. Ich bin jemand, der Auffassung ist, die Verfassung soll einen weiten Rahmen für den politischen Prozess geben. Sie soll sozusagen vor echten Verletzungen von Minderheiten und Menschenrechten schützen. Sie soll davor schützen, dass das demokratische Prinzip grundsätzlich abgeschafft wird. Aber wenn ein Parlament, und die Leute diskutieren ja darüber, wenn das Parlament beschließt, wir wollen unsere Gesetzgebungskompetenz an diesen Stellen so einschneidend beeinträchtigen. Ich habe schon gefragt, wie schaffen sich das denn? Vor schlechtem Wasser und vor gefährlichem Strom. Genau. Ja, Sie hatten noch eine Frage. Ja, kommt gleich zum Schluss. Ja, ich weiß. Keine Frage, sondern eine Stellungnahme dazu, wie man denn da weiter auch vorwärts gehen kann. Mein Name ist Ludwig Wegner und bin extra Herkommer von Attac Nürnberg, weil mich natürlich interessiert hat, wie Sozialdemokratie hier auch das Thema diskutiert. Und ich denke, Sie haben einen profunden Kenner der Materie eingeladen. Aber es ist sehr gut von euch. Wunderbar, das ist ganz hervorragend. Das Problem ist nur, die Fragen sind teilweise gestellt worden, was kann man auf parlamentarischer Ebene machen, und da soll auch jeder dran schrauben und sich entwickeln. Aber es gibt ja die europäische Initiative gegen Tinnitus Zeta, vielleicht schon bekannt, mit Unterschriftenliste. Also, wunderbar. Also ich denke auf dem Weg, dass man wirklich selber eine kleine aktive Sache macht, kann man auch was machen. Ich erinnere mich daran, die Gewerkschaften haben ja damals gegen die Wasserprivatisierung die Initiative gestartet, über eine Million Unterschriften damals gesammelt, und die Wasserprivatisierung war zum Glück damals vom Tisch wieder. Und wir versprechen uns von ATTAC über diese europäische Bürgerinitiative, obwohl es nicht anerkannt worden ist, das ist der Denke, trotzdem ein Druck von 2-3 Millionen Unterschriften sozusagen europaweit, wäre schon was, wäre ein Pfund, wo man reinlegen kann, wo man dann auch sagen kann, Parlamentarier werden dann auch aktiv, wenn sie sehen, dass ein breiter Kreis von aktiven Leuten was unternehmen. Ich habe hier ein paar Aspekte, ihr könnt überall dann
da einsammeln, auch unterschütten, wenn der dahinter steht. Ich lege es noch vor, kannst du jemanden nehmen, Rodis, danke schön. Ja, also ich denke, es ist vieles, wir haben über vieles gesprochen, man könnte den ganzen Abend noch weiter diskutieren. Ich darf vielleicht Ihnen, nur weil ich sie extra noch für Sie mitgebracht habe, meine allerletzte Folie zeigen. Nur weiter? Ja, immer weiter jetzt. Das müssen wir erklären, genau. Also, nee, schon weiter, genau. Also das ist meine vorletzte Folie, mit der ich Ihnen mal zeige, es gibt ein öffentliche Debatten wirken, ja. Also, Sie kennen ja unsere beiden Lokalmatadore hier. Also wissen, dass der Oberbürgermeister als Vorsitzender des damals noch nur bayerischen Städte- und Gemeindetages schon damals eben den Zusammenhang hergestellt hat. Lustig fand ich dann auch den Vorschlag von Herrn Söder, einfach eine Volksabstimmung, aber gut. Da habe ich mich gefragt, wo soll die herkommen? Anderes Thema. Aber die allerletzte Folie ist jetzt diese die hier. Welle. Bitte, also ich glaube, das ist das Bild, mit dem ich nach Hause gehen muss. Kommen Sie mir nicht mit Fakten, das stört die Diskussion. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir über die Dinge reden und dass wir uns darüber informieren. Und in dem Sinne hat es mich sehr gefreut, dass ich bei Ihnen war und ich stehe jetzt auch gerne noch zur weiteren Frage zur Verfügung. Sagen, an wen schicke ich sie gerne an die Organisatoren und dann kann ich die. Sie können ja auch eine E-Mail, schreiben Sie mir eine E-Mail, Sie finden mich, allerletzte Folie. Schreiben Sie mir eine E-Mail, ich schicke sie Ihnen. Ganz einfach. Ja, ich möchte Professor Grajewski ganz herzlich danken. Ich habe selten so einen unterhaltsamen, lebendigen Vortrag zu einem so komplizierten Thema gehört und ich hätte mir gewünscht, dass. Während meines Studiums mehr Professoren. Ich glaube, mich hätte vieles wesentlich stärker berührt und ich hätte viel mehr mitgenommen. Ja, ganz herzlichen Dank.